Heute testen wir die unheilige Dreifaltigkeit der Küchengeräte. Backofen, Heißluftfritteuse und Vollfettfritteuse. Pommes, Chicken Wings und Co. Woraus schmecken sie am besten? Heute bei Löffel, Messer, Gäbel. Jo, und damit herzlich willkommen hier im Studio. Fantastisch, vielen Dank. Ah, wer da? Auch ein Freund von mir. Ja? Ja, Etienne, Gade, du bist heute mein Gast im Studio zum zweiten Mal nach dem Mayonnaise-Abenteuer vor. Eklar, kann man es ruhig nennen. Kann man es so nennen? Na, es gab einen Rechtsstreit anschließend. Wollen jetzt. Haben wir am grünen Tisch haben wir. Haben wir gesagt, reden wir nicht länger drüber. Ja. Aber auch heute habe ich als allererstes hier die Mayonnaise gecheckt. Und es 9.9.22, let's go, sag ich mal. Das ist das volle Vertrauen, was man geben kann in Lebensmittel. Wir sitzen heute hier, denn im Prinzip ist das quasi die Klammer einer Geschichte, die in unserem Let's Play mal gestartet hat. Ne? Da sind wir, wie wir dann so schwelgen in Geschichten, was geht bei dir so. Und da hast du von deiner Heißluftfritteuse geschwärmt. Aufs Schärfste hast du sie verteidigt, quasi als Allheilmittel, als wirklich das, was in der Küche bei jedem fehlt, der immer so schwankt zwischen oh, Backofen, Pommes. Vielleicht besser für die Kalorienbilanz, Vollfettfritteuse besser für den Genuss. Und die Heißluftfritteuse hat bei dir eine Heimat gefunden, die du verteidigst. Ist dann so ein bisschen der Kompromiss vielleicht. Also, ja. Mir wurde das auch immer empfohlen, Heißluftfritteuse hier und da. Und irgendwie habe ich mich auch immer dagegen gewehrt. Noch ein großes Küchengerät in der Küche nervt ja auch so ein bisschen. Und dann habe ich aber mich doch entschieden, ich weiß gar nicht warum, dann einfach mal so ein Ding zu kaufen. 100 Euro, glaube ich, kostet so eine einigermaßen anständige Heißluftfritteuse. Und ich war doch relativ begeistert. Einerseits ob der Einfachheit, wie leicht es wirklich geht, das Ding zu bedienen, wie schnell du da schon ja zum Erfolg kommst, sage ich mal. Ich bin ja wirklich ein Küchenlaie, wie du weißt. Und zum anderen war ich wirklich über den Geschmack erstaunt. Aber das liegt auch ein bisschen daran, dass ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, mit meinem Ofen zumindest, ich bekomme keine guten Pommes im Ofen hin. Es klappt einfach nicht. Ich habe alles versucht mit Vorheizen. Ja, es ist traurig, ja. Und ein Schock für viele. Mit Vorheizen, mit ein bisschen weniger Grad, ein bisschen länger, ein bisschen mehr Grad, ein bisschen kürzer, mit ein bisschen Wasser drauftröpfeln, ein bisschen Öl drauftröpfeln. Ich habe alle Tricks probiert. Okay, den Trick habe ich noch nie gehört, aber sehr interessant. Ja, habe ich mir selber ausgedacht. Okay, und deswegen hat es vielleicht auch nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert, aber hätte ja sein können, dass ich da was entdecke. Das ist auf jeden Fall sehr abenteuerlich. Gut, ich meine, warum nicht? Das ist ja so, wie Leute Cola mit Wasser mischen, haben sie länger was davon. Na, ich hatte eher die Idee, also man kennt das ja, wenn man Sachen, also mit Wasser trocknet ja dann schneller, wenn es, also Sachen, die zum Beispiel ein nasses Handtuch auf den Balkon legt, dann wird es ja knusprig. Ja, ich bin doch dann bei wird dir. Das ja, du hast. Okay. Die Idee war ja sozusagen, mehr Feuchtigkeit zu geben, damit mehr Feuchtigkeit entzogen werden kann. Question. Ich gehe aber davon aus, weil du legst ja ein tiefgekühltes Produkt. Oder wann kommt das Wasser ins Spiel? Während des Prozesses oder ganz am Anfang? Ganz am Anfang. Dann wird es wahrscheinlich auch direkt ja verdunsten. Ich glaube, das Wasser ist weg, bevor die Pommes, die sind dann so lätschig angetaut. Aber das Wasser, was du drauf getroffen hast. Du würdest sagen, ist eine schlechte Idee? Nee, ich würde sagen, um diesen Knusprigkeitseffekt, den du hättest, ja, den du dir wünschst, hättest du möglicherweise quasi die Pommes erst ein paar, keine Ahnung, auch mehr aufsaugbar. Genau. Ja. Dass die erstmal so ein bisschen aufgetaut sind. Ja. Weil Wasser trocknet ja schnell weg. Ja, genau. Und das kann natürlich dann den Effekt in einer Minute schon verpufft haben. Aber ich kenne deinen Struggle. Ja, genau. Und es geht auch ein bisschen darum, zum Beispiel, wir haben es jetzt hier, wir haben jetzt viele tolle Produkte, die stehen jetzt aber auch zum Beispiel schon eine Weile hier, die sind schon leicht aufgetaut. Also das ist auch immer eine Frage bei Tiefkühlpommes. Sind die tief, machst du die tiefgefroren in den Ofen oder stehen die schon eine halbe Stunde und haben schon das erste Eis abgeschüttelt? Das sind alles kleine Faktoren, die zum Erfolg ja oder Misserfolg von gelungenen Ofenpommes beitragen können. Und ich muss sagen, ich hatte nie die richtige Formel gefunden. Es war mir auch ein bisschen zu nervig dann, weil man will, wenn man Ofenpommes macht, dann will man ja eigentlich was Schnelles haben, ja, ja, wo man sich nicht so viel den Kopf drum machen muss. Dann eben die Heißluftfritteuse. Und da muss ich sagen, habe ich dann doch relativ schnell Erfolgserlebnisse feiern können, die ich so im Ofen nicht hatte und deshalb bin ich Fan. Ich bin super gespannt, denn darum soll es heute eben gehen. Wir testen einerseits Produkte, aber es geht jetzt eben weniger um den Vergleich, welche Pommes schmeckt am besten oder so, sondern einfach Produkte, die klassischerweise für den Backofen angeboten werden, aber eben auch für die Fritteuse. Einfach mal zu gucken, wir hauen das Zeug in die jeweilige Apparatur und checken am Schluss, wie ist es um die Knusprigkeit, um den Geschmack bestellt, um ein für alle Mal mit möglichen Vorurteilen, Problemen, aber auch Hoffnungen vielleicht aufzuräumen. Ich bin super gespannt. Ich habe mit der Heißluftfritteuse noch überhaupt keine Erfahrung. Aber eben in diesem Pendel zwischen
so gesund, wie es gerade geht und so lecker, wie es möglich ist, hoffe ich mir, dass die eher in Richtung lecker und gesund, also so die goldene Mitte einnimmt bei Pommes und es so. Ist nicht nur eine Frage von gesund so und nicht, sondern für mich zumindest auch eine Frage von, wie aufwendig ist es. Ja. Weil zum Beispiel bei einer richtigen Fritteuse Dinge rein in die Fritteuse. Ja, wir genau. Bei Dingen, die man in einer richtigen Fritteuse macht, wie wir sie hier sehen, da hast du halt geschmolzenes Fett und das ist immer erstens eine stinkige Angelegenheit und zweitens auch immer mit einer gewissen Arbeit verbunden. Du musst das ja dann rauskratzen und erneuern und so weiter. Entschuldigung. Gesundheit. Also das sind auch Faktoren, finde ich, die mit reinfließen. Wie einfach ist etwas zubereitet? Aber genau, der Stink und aber Fritteuse geht natürlich schnell, ne? Wenn die einmal heiß ist, dann rein damit und ein paar Minuten später. Backofen ist wenig aufwendig, aber dauert halt relativ lange. Ja. Und vielleicht starten wir einfach gleich mal ein hier. Erstmal einmal kurz im Überblick, wir haben es schon gesehen hier. Ich wollte dir nur sagen, ich kenne deinen Struggle mit den Backofen-Pommes. Ich glaube, es hat super viel mit dem Ofen zu tun und auch dann mit den Pommes selbst. Ja. Und das habe ich da durchaus Unterschiede auch festgestellt, obwohl ich die Zubereitung identisch hatte. Da gibt es dann leckerere und weniger leckere. Aber man kann sie gut hinkriegen. Ich bin aber auch ein Backofen-Pommes-Kind. Ich bin damit groß geworden. Das ist für mich der Geschmack meiner Kindheit. Neben zerkochtem Reis und übergarten Nudeln. Ich tatsächlich auch. Das ist der Grund. Also meine Mutter hat das immer perfekt hingekriegt. Ich habe es in zwei Wohnungen nicht mehr hingekriegt. Und vielleicht liegt es auch wirklich am Ofen. Ja. Oder einfach an dieser schönen Erinnerung, dass man denkt, ja, Pommes ist was Besonderes. Ja. Blech, Ketchup, Mayo oder was auch immer. Oh, mir kommen schon die Tränen, wenn ich drüber nachdenke. Aber es sind auch Tränen der Vorfreude, denn wir fangen jetzt an. Also, der Ofen ist schon bestückt, denn wir wissen, dass wir heute ein logistisches Mammutziel haben. Mhm. All das irgendwie im Rahmen der Sendung zuzubereiten, zu verköstigen und nicht total im Chaos zu versinken. Wir haben quasi elementar gelernt und den Ofen sowohl vorgeheizt als auch schon hier. Eine Kombination aus Wellenschnittpommes, Curly Fries und Golden Schlongs reingetan. Oben derweil sind schon Knusperdinos, Chicken Wings und Chicken Nuggets in Cornflakes-Panade aufgebahrt. Die Uhr haben wir nicht gestellt. Es geht ein bisschen nach Gefühl. Man muss ja auch mal zwischenchecken. Ne? Ich bin ja sonst immer ein sklavischer. Ich halte mich an die Zubereitungsform, in diesem Fall wenig. Ich würde sagen, wollen wir einfach mal die Fritteuse und die Heißluftfritteuse jetzt mit Pommes. Ist die schon vorgewärmt? Eine Heißluftfritteuse muss 5 Minuten vorgewärmt werden. Das wurde eben von unserem Experten im Haus als das ist nicht nötig gechallenged. Das ist natürlich Quatsch. Gut, dann heizt du sie doch schon mal vor. Ich gehe mal einmal ganz kurz zum Scoreboard, um zu zeigen, was wir heute so vorhaben. Also, wir haben eine bunte Mischung aus Fischgeschichten, aus anderen Sachen, eben zum Beispiel Frühlingsrollen, Chicken Wings, was haben wir noch? Fischstäbchen, Veggie-Fischstäbchen, grüne Nuggets, Tintenfischringe und Pommes-Varietäten eben schon aufgezählt. Wir haben uns auf folgendes Score-Richtlinien quasi geeinigt. Wir haben hier die drei Zubereitungsformen, den Backofen, die Fritteuse und die Heißluftfritteuse. Der Knusprigkeitsfaktor. Wie knusprig wird das Produkt? Das ist ja nicht ganz unwichtig bei diesen Sachen, so zwischen 1 und 5. Aber Knusprigkeit ist natürlich nicht der alleinige Indikator für einen Gaumengenuss. Entsprechend haben wir uns darauf geeinigt, beim Sieger keine Scores zu vergeben, sondern einfach nur zu sagen, welche Zubereitungsform hat uns jeweils am besten geschmeckt. Und ich hoffe sehr, dass es nicht gleich komplett mit roter Fritteuse übersät ist, sondern wir eine gewisse Varianz haben. Weil, da bin ich offen. Es kann auch manchmal, man denkt immer, frittiert schmeckt am besten, muss aber nicht, weil gebraten auch sehr gut schmeckt. Wir sollten auf jeden Fall schon mal was in die Fritteuse reintun, weil das dauert ja auch immer ein bisschen. Der Ofen ist jetzt schon eine geraume Zeit an. Ich würde dir das überlassen, hier die Zusammenstellung zu machen. Ja, ich würde sagen, weil ich meine, Fritteuse geht ja relativ flott, ne? Was steht denn da unten drauf? Pommes 190. So. Ja, da steht jetzt 5 bis 14 Minuten. Das ist ja nicht so eine ganz präzise Angabe. Da müssen wir mal schauen. Also hier steht 175 Gramm, 4 bis 5 Minuten. Ja, würde ich sagen, machen wir einfach mal eine Portion Golden Longs. So ein bisschen, die Fritteuse muss ja laufen, die will arbeiten, ne? Ja. Was ist denn hier eigentlich, die Chicken Wings, da bin ich sehr gespannt. Ich auch. Weil Pommes ist so eine Disziplin, Chicken Wings hat ja dann noch mal eine ganz andere Anforderung. Hast du Hunger mitgebracht? Also ich habe richtig Hunger und leider ist das genau auch meine Nemesis hier. Achso, du willst nur eine, willst jetzt keine anderen da reinmachen? Nee, ja? Ich würde jetzt einfach der Einfachheit halber genau. Ah, das ist wie eine Pommesbude ein bisschen, ne? Oh, geil. Das ist natürlich schon geil, so eine kleine Fritteuse. Ja, Hammer. Ist auch schon. Kommt von Eduard übrigens, der sich, glaube ich, darüber sehr, sehr freut. Grüße gehen raus, Eduard, dass er quasi hier das Gratisfett abstauben kann. Aber da jagen wir natürlich erstmal alles durch, ne?
Fisch, Fleisch, Pommes. Aber das kann ja auch was Positives sein. Man kennt das, wenn man zu Hause was brät in der Pfanne oder so und dann waren noch vorher drei andere Sachen drin, also aus dem gleichen Kochgang natürlich. Ja. Und das mischt sich alles so ein bisschen durch. Das ist ja auch ein bisschen Kochen, ne? Das Zusammenspiel der verschiedenen Aromen, das will man ja auch ein bisschen. Es sollte jetzt nicht ein Monat abgestanftes Öl sein, glaube ich, oder Fett, aber wir hatten früher bei meiner Mom halt auch irgendwann so eine Fritteuse, das war aber ist 30 Jahre her, da hat sich im Fritteusen-Game sicherlich was getan und ich erinnere mich immer, die hatte diese dicken Biskin Die Blöcke. Ja. Und die hast du dann da einfach so reingeschoben. Und wenn das war dann alles okay, aber wenn es fertig war, dann wird das ja wieder hart. Ja. Also lässt es drinnen stehen nach der Fritteuse, wenn es nicht mehr flüssig ist, nach ein paar Stunden oder so, wird es wieder knallhart und das hat dann eine andere Farbe, ne? Das ist dann so. Ja, das ist dann so gelb plötzlich. Genau, so gelblich. Und das musst du halt irgendwann wieder da rausholen, wenn du frisches Fett willst. Und das dann da rauszukratzen, ist eine Sisyphusarbeit. Das stimmt. Da schickt man gerne mal die Kinder in den Wald. Genau. Mit der Fritteuse. Die Frage ist jetzt aber auch, warum, was ist denn jetzt besser an dem Blockfett? Es gibt ja auch flüssig. Also es gibt ja flüssiges Frittierfett. Da würde dieses Problem ja nicht auftauchen. Wahrscheinlich gab es das damals noch nicht. Das kann natürlich sein. Sag mal ganz kurz einmal zum Airfryer. Das finde ich übrigens auch bemerkenswert. Das ist für mich ja immer so ein Indikator, dass das kein Hipster-Gerät ist, was morgen wieder weg ist. Auf den Golden Longs steht zum Beispiel offiziell der Hinweis, wie man sie im Airfryer zubereitet. Und das zeigt natürlich, wenn die Hersteller der Lebensmittel das draufpacken, die ist here to stay, sozusagen. Ein gutes Zeichen. Und nicht so, das ist halt kein Teleshopping-Nap. Kann man hier gar kein, ach doch, hier oben. Genau, da oben sind die Gradzahlen. Macht man das, hat er gerade schon erreicht, ne? Nee, ich, also das wäre ein Zufall. Kann ja man doch, er hat gerade, die Lampe ging aus. Das ist ja, gut, ja dann so. Ist das, dann ist das das Vorwärmen. Jetzt kommt die da einfach nur rein? Ja, oder? Pass auf, du machst das einfach hier raus. Deshalb sollte man es auch ein bisschen vorwärmen, weil es ist ja letztendlich auch wie ein Ofen. Ich mach die gleichen da rein. Ja, natürlich. Wir wollen ja, also Gott behüte, wir wollen ja jetzt nicht disziplinarisch hier. Boah, hab ich da jetzt Bock drauf. Ja, komm, dann mache ich jetzt alle rein. Ja, komm, mach. Ist ja Quatsch. Die dauern aber deutlich länger, ne? Dauern, ja, ich würde sagen 15 bis 20 Minuten. Also man sieht so, sieht das jetzt aus, ne? Das sieht gar nicht so weit anders aus als bei einem anderen. Und dann kommt das hier auch schon wieder rein. Ja, hier steht auch nur insgesamt circa 17 Minuten backen, nach der Hälfte der Zeit einmal schütteln. Also da ist doch jetzt ein Timer drauf, den können wir ja mal stellen. Genau, wir können den mal stellen, genau. Dann machen wir mal hier, ich sag mal 15 Minuten. Weil, ja, jetzt bin ich gespannt. Und bei 7, 8 können wir, bei der Hälfte können wir einmal durchschütteln. Das würde ich hier auch mal machen. Ich erinnere mich an meine Zeit bei McDonald's. Ja, dann da gab es nämlich immer einen Pieper, der dir sagt, du musst einmal den Korb schütteln. Da habe ich jetzt auch mal gespannt. Das war unglaublich näher. Wow. So. Das war das Durchschütteln. Ja, die soll sich ja nur ein bisschen lösen, so ein bisschen. Boah. Weißt du, übrigens, das Klatschen klingt genauso wie, als wenn du Wasser in die Fritteuse wirfst. Dann gibt es ja auch so eine unseriöse. Ja. Können derweil schon mal hier gucken? Aber ach, da haben wir sogar schon die Chicken Wings. Wir haben ja, Backofen dauert ja am längsten. Aber wir können mal einmal kurz ein bisschen. Das ist zum Beispiel auch ein bisschen. Ich mache das zum Beispiel nie, wenn ich Backofen. Oh, Pommes. Geil! Das erste, was kommt, ist dieser Chicken Wing-Geruch. Wenn ich Pommes im Ofen mache, das mache ich zum Beispiel nie. Da bin ich dann schon zu faul. Ja. Das geht auch nicht gut auf einem. Wie nennt man das? Backblech. Ich weiß genau, was du meinst. Aber das man war muss jetzt auch eher so Alibi. Du hast jetzt alle mal ein bisschen geliebkost, ja. So, ne? Aber. Wir haben nicht viel Rangierplatz. Das ist halt vollgepackt. Die sind jetzt übrigens ungefähr so, ich sag mal, mit Blick auf meine Uhr 10. und Gedächtnisprotokoll, 16 Minuten sind die schon drin. Ja, aber da siehst du zum Beispiel, dass die Pommes, also meiner bescheidenen Einschätzung nach, brauchen die noch eine ganze Weile. Ja, das kann sehr gut sein. Vor allem, wir waren natürlich jetzt ja auch tollkühn. Also wir haben jetzt alles da einfach reingehauen, das Ding mal auf 200 Umluft gestellt und wahrscheinlich ist es so, dass die Hälfte der, hier könnte jetzt übrigens gleich schon mal Feierabend sein. Meinst du? Gucken wir mal, wie die aussehen. Ach so, jetzt habe ich eins vergessen übrigens bei der Fritteuse. Profi-Trick ist eigentlich, die Pommes vorher noch ein bisschen in Öl. Also, das habe ich jetzt komplett vergessen. Machst die rein, sprinkelst ein bisschen Öl drüber, schüttelst die einmal und machst sie dann rein. Dann werden sie eigentlich knuspriger. Haben wir vergessen. Machen wir beim nächsten. Machen wir beim nächsten. Aber ich würde sagen, die sind jetzt gut. Die sehen für mich gut aus. Oder? Die sehen auch nach seriösen Pommes aus. Ja. Vielleicht können wir den Deckel nochmal so aus, dass man das gleich. Wie lange war das jetzt? Ich würde die noch ein bisschen, lass die noch ein bisschen abtropfen. Das waren jetzt so ungefähr 5 Minuten. Ungefähr.
Essen ist mit das Beste. Ne? Und wollen wir da vielleicht ein bisschen Crepe? Ich habe so ein bisschen Angst. Fritteuses. Ja. Das geht aber echt schnell. Ja, das ist das Geile. Ich sehe schon, ne? Ich sehe dich gleich schon wieder im Warenkorb. Ja, 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 ja. Geilste Solo-Fritteuse für dein Webstudio. Das ist schon nicht schlecht. So ein kleines Dingchen auf dem Schreibtisch im Büro. Ja. Oh, das wäre schön, wenn du ein Einzelbüro hast, ne? Und die Leute kommen, kann ich mal kurz was frittieren bei dir? Es gibt ja die, ja, komm, komm. Ja, es gibt aber ja die Leute, die auch ihre eigene Kaffeemaschine auf dem Tisch haben. Also warum nicht auch die eigene Fritteuse? So. So, das ist natürlich sehr wichtig, dass man wirklich gut abtropft. Man könnte sieht sogar gut aus. Man gib mir mal so ein Tuch. Ich mag, dass das wirklich dann ja trocken ist, dass wir das hier einmal. Das legen wir gleich drunter, ne? Am besten. Ja, ist genau, aber so einfach. Echt, du willst es so richtig entfetten? Ist auch richtig. Also ja, die Vernunft sagt, das ist gut. Oh, ich habe richtig Bock. Das ist das Schöne. So der Anfang von der Folge Löffel, Messer, Gäbel, der ist immer noch mit der Hoffnung, mit einem leeren Magen, mit Begeisterung für die nächsten Stunden verbunden. Und ich spätestens in 45 Minuten kippt das Ganze dann. Ich bin begeistert. Ja, komm hier, weg ein bisschen Salz. Ja. Bist du eher ein bisschen mehr Salz? Ich meine, das können wir ja noch ein bisschen. Mehr Salz oder mehr Salz? Mehr Salz. Ja, also Salz muss man halt vorsichtig dosieren. Ne? Ja. Dieser schmale Grat zwischen perfekt und oh, es ist aber jetzt viel zu viel und die Lippen tun weh, ist natürlich immer gegeben. Oh. Aber ich muss es jetzt hier noch mal, sagen. Also ich bin begeistert wirklich von der Fritteuse, wie schnell. Das hat jetzt 5 Minuten gedauert und sie sehen nahezu perfekt aus. Sie sehen wirklich nahezu perfekt aus. Ich habe richtig Bock. Komm, lass uns mal hier ein paar drauf tun. So, gib mir auch noch ein paar. So, ich bin gespannt. Also, ich mach das direkt mit Mario. Wollen wir ne? direkt die nächsten schon mal drauf tun? Das ist eine sehr gute Idee. Die Wellenschnittpommes. Guck mal, jetzt nehmen wir mal die hier. Ne, das sind die Festtagskroketten. Das wird auch spannend. Also, jetzt kommen einmal die Wellenschnittpommes. Mach das? Tu mal, genau. Kannst ja wieder ein bisschen schön. Oh, ich freue mich so aufs Probieren. Das sind so die Tage, wo mir mein Job richtig Spaß macht. Das glaube ich. Weil es einfach so ein bisschen ist, das, was man sich zu Hause nicht traut, wo die Vernunft sagt, das ergibt keinen Sinn. Aber hier, auf Firmenkosten, sich einen schönen Tag machen. Ja, vor allen Dingen übrigens, es ist 11 Uhr morgens, ne? Ja. Also das ist unser Frühstück. Oh, nee, Quatsch. Aber es ist ein schönes, also es ist ein tolles Frühstück. Ich würde es, ich tue nicht so, als ob das nicht auch schon mal mein Frühstück gewesen wäre, so, ne? In verschiedenen Lebenssituationen. Also, Wellenschnittpommes müssen offiziell, ich gucke auf die Uhr, jetzt ist es 12 nach. Die müssen auch circa 4 Minuten. 4 Minuten, das ist natürlich der Knaller. Jetzt bin ich gespannt. Ich probiere es erstmal. Was ist denn das überhaupt für eine Mayo? Das ist hier so ein No-Name-Produkt oder was? Das geht ja eigentlich nicht klar, aber gut. Mhm. Danke. Also, die sind auf jeden Fall kross. Man hört es auch beim Fecht. Ne? Die sind steife Boys, die sind knusprig, die sind. Wir machen den Bruchtest. Mhm. Da sieht man's. Sauberes Ergebnis. Sauberes Ergebnis, hätte aber noch 1-2 Minuten mehr, wären auch nicht schlimm gewesen. Habe ich auch gerade gedacht, aber sie sind schon durch. Also, die sind durch. Ich könnte noch ein bisschen mehr Salz vertragen, aber das ist jetzt persönlich. Also, das ist auch immer Geschmackssache. Manche mögen es ja lieber kartoffeliger, manche mögen es ja eher noch knuspriger. Ich gehöre eher zur Fraktion, also kann schon richtig knusprig sein. Ja. Ich mag auch zum Beispiel die McDonald's-Pommes lieber als die Burger King-Pommes. Die Burger King-Pommes sind mir zu kartoffelig. Die schmecken viel zu kartoffelig. Tut mir leid, als sie mal irgendwie vor 15 Jahren oder so die Rezeptur geändert haben, zu diesem Crispy-Ding oder irgendwie anders, ich mag sie auch überhaupt nicht. Ja. Also ich übertreibe maßlos. Im Zweifelsfall würde ich sie essen. Dann würde sie essen. Ja, aber da kann ich gut drauf. In der Not ist der Teufel. Ja, so ist es. Und ich bin häufig in Not, glaub mir. Ja, ich weiß. Also ich muss sagen, das ist ein rundum zufriedenstellendes Ergebnis. Ja. Für meinen Geschmack könnte es noch ein bisschen knuspriger sein, aber das ist allein unsere Entscheidung, die Pommes eine Minute länger oder eine Minute früher. Ich muss es noch mal sagen, so sehr ich Airfryer-Fan bin. Oh, ich habe ja schon Angst vor dem Ergebnis, wenn du so anfängst. Naja, wir warten mal aufs Ergebnis hier ab, aber allein die Zeit, ja, also Backofen seit 20 Minuten, das hier auch schon eine Weile, das ist rein, 5 Minuten später hast du nahezu perfekte Pommes. Das ist einfach vom Arbeitsaufwand kaum, also zumindest von der Dauer des Kochens kaum zu schlagen. Du hast natürlich die Nachbereitung, man sieht es hier am Dampf, eine stinkende Wohnung danach. Nicht nur, wir stinken auch wie Sau. Das du stinkst danach, die Wohnung stinkt Angst. Danach, also man ist dann alles wie eine Imbissbude. Das ist halt der Nachteil, aber man kann auch nicht alles haben. Nee. Klar, die Mayo ist natürlich so Abzug in der B-Note, muss ich einfach mal sagen. Das ist eher so eine Fettcreme.
die aber jetzt wäre eine schöne Wirtshaus-Mayonnaise einfach, ne, da wäre noch geiler. Aber kann man gut essen. Ich find's okay. Hast du das Gefühl, dass es so eine zu krasse Fettigkeit gibt? Nee. Nö, ne? Also, interessant wäre es eigentlich gewesen, wenn man die Pommes hinlegt und nicht wüsste, aus welchem Gerät sie kommt, ob man dann drauf käme, aus welchem Gerät sie kommt. Ja, ich befürchte tatsächlich ja. Ich spare mir die jetzt auf, ich bin schon wieder am Essen und wir haben, das ist das erste Produkt. Ich gucke jetzt noch mal in den Backofen, denn die Sahnen, wie gesagt, die sind jetzt so 25 Minuten drin. Das sind ja auch die kleinen. Oh. Ah. Also die würde ich jetzt ehrlich gesagt, guck mal. Die sind auch relativ knusprig. Gib mir mal einen. Wir machen hier auch den Knusprigkeitstest. Die sind ja natürlich auch sehr dünn. Ja, wenn man das mal vergleicht. Also das sind die hier aus der Fritteuse, die wir eben haben. Und das hier sind die, ich weiß nicht, ob man das jetzt gut sieht, aber das, die sind noch mal ein ganzes Stück dünner. Und jetzt machen wir mal hier den Test. Ja. Geht, ne? Also geht heißt im Sinne von, es ist okay. Ist okay. Ja. Sehen. Ist auch hier wieder die Frage, jetzt kann man natürlich entscheiden, lässt man es noch ein Minütchen länger. Wobei die Geriffelten, die sehen aus, als ob sie noch eine Weile bräuchten. Die Twister sehen gut aus. Ich würde mal sagen, wir holen schon mal die Golden Longs raus. Soweit das jetzt natürlich technisch möglich ist mit so einem, weil wir haben ja quasi so ein Triple-Blech. Das ist ein bisschen ungünstig, aber ach, guck mal, oh, dieser, das ist auch das Geilste, sollte jeder Backofen haben. Kannst du mal einmal bitte mit der Schatulle kommen? Aber das ist das Problem, ne? Backofenpommes, genau wie du gesagt hast. Wie kriegt man sie raus? Kriegt man sie einerseits das und eine, du kriegst sie auch nicht so gleichmäßig knusprig. Da musst du sie permanent wenden und den Ofen aufreißen. Und beim aus dem Backofen rauskriegen, irgendeine fällt immer in diese Ritze unten und es wird so eine schwarze Pommes, die dann bei jeder anderen Mahlzeit alles voll stinkt und so, man kennt's. Wollen wir die noch? Die lassen wir noch einen Moment. Also die Geriffelten, die brauchen noch ein bisschen. Ja. Ich würde aber vielleicht da oben mal die Wings einmal drehen. Ja, das stimmt. Warte mal, hier, mach das doch hier. Mit dem Stab, Mann. Warte mal, dann machen wir das einmal. Ich glaube, die sind aber auch schon, die sind jetzt auch durch, die Dinos. Aber kommen wir zum Fleisch. Dass wir hier mit einer leckeren Vollmahlzeit heute das aus dem Studio, ist geil, ne? Das ist schon geil. Das hier auch, weiß ich gar nicht. Ich mache ja grundsätzlich nur Sendungen, von denen ich selber auch einen gewissen Vorteil habe. Flipper. Also, Flipper, exakt. Ja. Oh, da sind aber ganz schöne Knorpelkeulen dabei. Sehe ich jetzt schon. Bist du eher so ein Wings oder eher ein Drumstick? Also Keulenboy. Drumstick? Heißt die nicht Drumsticks? Weiß ich nicht. So die, also eher Keule oder Flügel bei Wings? Ist ja das nicht so das Gleiche? Nö, das eine ist halt der Hähnchenflügel und das andere sind die Beinchen. Ach so, ist mir keine Ahnung, habe ich keine Präferenz. Das ist super. Das ist aber auch ein Ding, das. Ja, das ist ein Filmschware, die aber auch dafür nicht gedacht war. Das glaube ich. Oh. Die sind offiziell, übrigens diese Crispy Chicken Nuggets, die du gerade, mit denen du dich abgemüht hast, die sind offiziell auch nicht geeignet für den Backen. Nee. Aber wir wollen natürlich. Wir probieren es trotzdem. Wir probieren es trotzdem. Oh. Ja. Schütt mal ein bisschen durch und dann schnell raus damit. Ich glaube dann. Na, warte mal. Das ist natürlich extrem dumm gelaufen. Also, falls ihr es nicht genau gesehen habt, das war ein bisschen großzügig mit dem Salz, aber ist schon okay. Dir? Ja, die sind jetzt schon auf den ersten Blick so, wie man sie erkennt. Ich hab's etwas. Ja, jetzt stellen wir erstmal. Kam noch ein bisschen mehr Salz raus. Hier. Oh, hier müssten wir auch mal jetzt mischen. Oh ja. Oh, die sehen auch schon gut aus. Kleben alle aneinander. Also 4 Minuten, nee. Das würde ich jetzt challengen, ehrlich gesagt. Die sind mir noch nicht gut genug aus, die Wellenschnittpommes. Die sehen auch schon gut aus. Ja, aber offiziell brauchen sie noch ein paar Minuten. Offiziell machen wir noch 2-3 Minütchen. Jetzt bin ich gespannt. Genau die Zeit, die hier zu testen aus dem Backofen. Aber du siehst es schon. Guckt euch mal diese super lange Pommes an, Freunde. Da sieht man nämlich, dieser leicht ausgetrocknete Knusperteil, der ist quasi eher in dem von der Heißluft großzügig umschlossenen Bereich gewesen. Während wahrscheinlich die hier, die etwas diese Blassmichelstrecke in der Mitte, potenziell durch diese Häufung von Pommes. Sag mal die Blassmichelstrecke. Ja. Na? Die hat ein bisschen weniger Sonne abbekommen. Und das ist das Problem bei Backofenpommes, dass es eben nicht so gleichmäßig wie in der Fritteuse kommt. Sie schmeckt auf jeden Fall kartoffeliger, finde ich. Also als ob nimm das Fett weg,
Es bleibt mehr der Geschmack des Urprodukts. Ob man das mag oder nicht, ist eine andere Sache. Ja. Es ist, man merkt es, nicht ganz so knusprig, ein bisschen weicher. Mhm. Mehr so wie, als würden die Zähne in so ein warmes, kuscheliges Bett reinspringen. Ja. Und die sind auch, das ist das Problem, du kriegst diese konstante Qualität halt nicht so gut hin. Welche waren das denn, welche Pommes? Das waren die Golden Longs. Ach, auch die Golden Longs. Das ist eine Sorte, eine Größe, alles gleich. Ach so, ich dachte, das sind zwei Unterschiede, okay. Also, die Zubereitung ist schwieriger. Also im Sinne von, wenn du sie genauso gut haben musst, musst du da deutlich mehr Liebe als Backofen auf, Pommes rein, Pommes raus walten lassen. Sie schmecken aber echt kartoffeliger. Mhm. Jetzt komme ich nochmal zur Fritteuse. Also ich bin ein bisschen positiv überrascht. Ich bin hier reingegangen mit der festen Absicht, die Ofenpommes zu bestrafen. Magst du mir mal dein Glas geben? Oder? Ja. Aber? Du musst, ja, ich glaube wirklich, der Ofen und die Zubereitung sind hier einfach ein ganz, ganz großer Case. Das ist natürlich ein guter Ofen, ein sehr moderner Ofen. Aber ich muss trotzdem sagen, die Knusprigkeit ist natürlich geil. Ja, aber die Fritteusenpommes schmecken halt noch mehr, wie man es erwarten würde. Also wenn mir jemand im Restaurant so einen Backofenpommes hinwirft, dann würde ich sagen, hätte ich jetzt nicht erwartet. Die sind ein bisschen labbriger. Ich mag auch, dass du bei den Fritteusenpommes halt auch dieses Fett natürlich auch ein bisschen noch schmeckst. Und da muss man natürlich fairerweise sagen, oh, das jetzt sieht so gut aus. Ich würde sagen, die sind jetzt gut, oder? Lass noch ein bisschen abtropfen. So, und hier sind wir auch schon fast durch. Ja, ist doch super. Da haben wir doch jetzt eine. So. Oh ja. Die sind zu salzig. Das ist mein Ding. Tut mir leid, die kannst du niemand mehr anbieten. Nee. Aber haben wir's. Aber sie schmecken wirklich nach Kindheit. Das mal hier. Nach Kindheit in Zeiten, wo die Pommesbude manchmal ein ferner Traum war. Ja, alle paar Wochen. Oh. Vielen Dank, liebe Johanna. Okay. Der Airfryer ist auf jeden Fall ein spannender. So. Ich glaube, wir müssen aber für den nächsten Schritt gucken, ob wir vielleicht Curly Fries und Wellenschnittpommes im Airfryer beide machen. Achso, man kann das ja sogar rausnehmen, glaube ich. Warte mal. Ich gucke mal. Hier. Perfekt. Nur mal zum Vergleich hier. Mhm. Optisch ist das jetzt. Sieht beides gut aus. Ja. Ne? Finde ich auch. So, dann machen wir erstmal die Airfryer. Noch ein bisschen salzen. Jetzt bin ich wirklich super gespannt. Also ich würde erwarten, es ist geschmacklich irgendwo dazwischen. Und da bin ich gespannt, ob das sich jetzt beweisen wird. Oder eben nicht. Wollen wir derweil noch mal ein paar Wellenschnittpommes? Ich meine, ich rieche jetzt schon hier nach Fett. Es riecht einfach nach Pommesbude par excellence, ne? Hier steht übrigens nichts zum Airfryer, ne? Also bei diesen Loop Fries ist man noch nicht so weit zu sagen, komm. Mhm. Aber da gehen wir einfach nach dem Standard, ne? Wenn es da 17 Minuten waren, wird das wahrscheinlich auch passen. Dass wir den mal direkt beladen hier, noch mit ein paar. Ich würde jetzt aber einen Mix machen, ja? Auch wenn es natürlich ein bisschen anders gewürzt. So, pass auf. Und jetzt machen wir noch ein paar von den Dicken dazu. Die Dicken. Wollen wir die mal jetzt mit Öl? Können wir machen im Vorfeld. Ja, du machst die erst hier rein. Ja. Ich mach das mal zu so lange. Und jetzt einfach ein bisschen Öl und durchmauscheln quasi. Genau, also ich einfach ein paar Tröpfchen da oben. Mmh. Ah, das ist ja. Na guck mal, das ist das. Dann nehmen wir das Gute, nicht das Frittier- und Bratfett. So, geil, ich habe jetzt schon wieder Bock. Aber dieser Geruch von der Fritteur ist natürlich schon krass. So, nicht zu viel, nur ein bisschen. Ja, genau. Ja, das. Ja, noch ein kleines bisschen. So, ja. Und jetzt einfach ein bisschen ver. Genau. Warte mal, wir haben doch sogar eine Besteckschublade hier, denn wir sind High-Class-mäßig unterwegs mittlerweile bei Löffelmesser, gell? Ja, Besteck. Hier, wenn du einen Löffel möchtest. Alles Quatsch. Nee? Okay. So. Und dann hier auch noch rein. So. Damit haben wir gleich die. Und hier kannst du die Fritteusenpommes reinmachen. Und wir machen hier wieder
Und so 15, 20 Minuten. Wollen wir direkt hier auch Curly Fries reintun? Ja, ne? Das ergibt ja Sinn. In die Fritteur. Ja. Curly, auch hier 3 bis 4 Minuten. Gut, schauen wir mal. Ja, es ist halt, ich finde halt bei diesen ganzen Sachen, auch jetzt in der Heißluftfritteuse, man kann da so viel rumspielen. Ne? Machst es 5 Minuten länger, dafür 5 Grad kälter. Da gibt es so viele kleine Variablen. Da muss man letztendlich dann auch immer experimentieren. Taut man sie auf? Wie lange taut man sie auf? Reibt man sie ein? Ja. So, jetzt haben wir hier die Airfryer. Genau, das ist Backofen, aber das jetzt bin ich nicht. Ich habe sie nicht so stark gesalzen. Eventuell müsstest du da noch mal nachsalzen. Aha. Ich finde sie geschmacklich näher am Backofen. Mhm. Also, sie haben so eine Spur von, und das meine ich nicht kritisch, weil wir erwarten hier keinen feuchten Schwamm, aber eine Spur von Trockenheit. Sie sind nicht so saftig wie die aus der Fritteuse, ist aber wahrscheinlich auch nicht zu erwarten, weil es eben Heißluft und nicht fettdurchsetzte Fritten sind. Aber, und das ist der Riesenvorteil zum Backofen, das Knusperbild ist einfach viel gleichmäßiger. Es ist aber auch kartoffeliger als die aus der Fritteuse. Auf jeden Fall. Deswegen, ich meine, die schmecken wirklich von der Kartoffeligkeit her, von der Sämigkeit sind die eher am Backofen drin. Aber die Knusprigkeit, die ist ja gleichmäßig, die erinnert mich sieht schon an die Fritteuse. Sieht man hier auch ganz gut. Ja, das, was du gerade gesagt hast, hier sieht man die Knusprigkeit, ne? Da ist kein, wie hast du es gerade gesagt, kein Weißmichel. Ja, so irgendwie sowas in die Richtung hatte ich wahrscheinlich gesagt. Aber ja, es ist quasi ein durchgehendes Knusperbild. Ne? Es ist ein durchgehendes Knusperbild, ein sehr schönes Knuspermuster. Also das finde ich gut, weil du hast wahrscheinlich hier das Kalorienbewusste der Backofenpommes, hast nicht den Stink der Fritteuse, hast aber dafür die Knusprigkeit der Fritteuse. Und wenn ich, genau wie du es gesagt hast, mir jetzt vorstelle, dass man das mit ein bisschen Fett vielleicht noch in so eine Richtung, noch mehr Richtung Fritteuse, aber ohne dass das Pendel komplett wieder Richtung Fettsuppe ausschlägt, kann ich mir, das finde ich gut. Das ist halt doof, dass wir das nicht gemacht haben, weil eventuell hätten hier noch einen kleinen Pluspunkt mehr, aber wir hätten auch noch eine Minute länger für meinen Geschmack. Ich mag es, wie gesagt, sehr knusprig. Ich mag es, wenn die schon so, ja wirklich, wenn man die knacken kann. Mhm. Aber die sind geil. Hammer. Die schmecken echt sehr wie Backofenpommes. Aber es ist eben gut. Ich meine, im Prinzip ist es ja ein kleiner Backofen. Mhm. Heiße Luft im Ofen, heiße Luft in der Fritteuse. Es ist jetzt eigentlich nicht so anders. Also unterschiedlich eigentlich. Und das erklärt auch die gleichmäßige Knusprigkeit. Ist durch das Sieb sozusagen, kommt von allen Seiten die Hitze ran. Während wenn das auf so einem Backblech liegt, selbst bei Ober- und Unterluft, du hast halt immer unten ein bisschen geblockt, deshalb muss man sie auch eigentlich wenden, damit sie von allen Seiten knusprig werden. Und das merkst du halt hier, dass das hier ein bisschen, ja, ist halt für Pommes optimiertes Gerät. Ja, das kann man sagen. Oh, ich habe hier noch gar nicht gesalzen. Jetzt haben wir natürlich hier direkt mal einmal die Wellenschnittpommes. Und ich glaube, wir können jetzt auch mal zum Backofen gehen, um hier mal einen AB-Vergleich zu haben. Was willst du? Am Backofen die Wellenschnittpommes rausholen. Okay, dann machen wir das mal hier wohl. Und ich glaube, liebe Regie, wir könnten tatsächlich noch eine Schüssel brauchen, wenn das möglich wäre. Wir haben es eigentlich gar nicht timingmäßig, gar nicht so scheiße unter Kontrolle hier alles. Oh, und wir können nämlich auch mal zum Fleischprodukt gehen. Ja, das sieht schon wirklich, sieht also ich weiß nicht, ob man das hier sieht, wie geil die Chicken Wings da drin aussehen. Während die Wings, von denen abgeraten wurde, sie im Backofen zu machen oder beziehungsweise nicht explizit gesagt wurde, dass man sie im Ofen machen kann. Dankeschön. Die sehen auch wirklich nicht so geil aus. Ach nee, das ist ja diese Nuggets meinst du, ne? Ja. Diese Complex Nuggets, ja. Können wir auch hier, obwohl das ist, nehmen wir gleich für die. So, nehmen wir mal. Wir können jetzt aber auch gleich die Fries, glaube ich, mit rausnehmen. Die Curlys? Sind auch durch. Ja, die Curlys. Curly Wurlys. Willst du die dann in das andere Ding das oder können willst wir du die machen? Mischen? Also, man sieht. Können wir auch. Hier. Komm, misch die einfach. Das ist ja wurscht. Man sieht ja eindeutig, was was ist. Aber die müssen die gesalzen werden.
Das finden wir doch raus, indem wir es verkosten, würde ich sagen. Das ist hier super nervig schon. Das nervt mich schon. Das hier mit dem Rauszupfen. Ja. Ja. Aber hier diese Auszugshilfen sind natürlich das ist schon, super, das ist ein richtiger Küchenfreund, muss man sagen. Aber dass man hier jetzt hier. Ach, top. Es geht so gut. Also bisher läuft das alles viel zu gut. Irgendwas wird gleich passieren, was. Ja. Was ein wenig gefährdet. Also, pass mal auf. Ja, die müssen auch langsam raus da. Ja. Unsere Wings. Pass mal. So, hier könnte man schon mal. Den Schüttelmann? Ja. So, pass auf. Ja, ich salze jetzt mal nur die Backofen-Pommes ein bisschen. Oh, eieiei. Das ja, ich habe die gerade noch. Ich glaube, ich würde dir noch ein bisschen geben, oder? Ja? Okay. Findest du, dass die schon. Nee, aber da darfst du nicht vergessen. Es geht wirklich schnell in der Fritteuse. Also. Mhm. Naja, ich habe nur auch deine mahnenden Knusprigkeitsworte. Ist auch vollkommen richtig. Also, was hast du hier kredenzt? Was wir jetzt haben, sind Curly Fries und Wellenschnittpommes aus dem Backofen. Und hier haben wir Wellenschnittpommes aus der Fritteuse. Ich würde sagen, wir fangen mit denen an. Die sind nämlich, die liegen schon am längsten. Oder ich mache die einfach mal einfach drauf. Ja. So. Das sind die frittierten. Genau. Die erinnern mich ein bisschen an eine günstige, an so einen Pommesstand in der Normandie im Urlaub. Das mache ich nicht gut, sondern so. Ja, Curly Fries neigen ja eh dazu, nicht Curly Fries, hier diese geschwungenen, die sind in der Regel kartoffeliger als die langen, dünnen. Aber was mir gerade auffällt ist, dass sie außen schon knusprig sind, aber innen noch richtig viel, so wie eher krokettig sind. Also, ja. Weißt du? Genau, das meine ich mit kartoffelig. Mhm. Aber aus der Fritteuse jetzt. Mhm. Finde ich jetzt aber geschmacklich gar nicht so geil. Also, weil es wirklich so ist, stellt euch vor, ihr beißt auf so eine harte Kammer und sobald die Zähne ihr Mahlwerk haben oder durch diese Kammer brechen, durch diese Oberfläche, wie so bei so einem Magnum-Eis, es ist darunter überraschend weich. Ja. Das war bei den dünnen. Fand ich das besser, abgestimmt. Das ist natürlich auch eine Geschmacksfrage bei Pommes. Aber zumindest das. Du kannst sie ja nicht noch länger frittieren, dann sind sie außen knallhart. Ja. Und aber es ist erstaunlich, wie weich sie innen drin sind. Ja. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Das liegt aber dann auch einfach an den Pommes. Aber. Also ich schmecke jetzt nicht scheiße, das will ich gar nicht sagen. Guck mal, das ist zum Beispiel tot frittiert, würde man sagen. Ja. Ne? Dass diese. Und die war ja Teil. Das ist wie der standhafte Zinnsoldat, ne? Einem fehlt ein Bein, aber das ist alles eine Marge gewesen hier. Es ist schon fast ein Vakuum entstanden in der Pommes. Die ist fast komplett ausgehöhlt. Ich weiß, man sieht es jetzt nicht so krass, aber. Aber dafür schön knusprig. Ja, aber guck mal hier. Der hier, dafür, dass du hier quasi eine Überknusprigkeit schon feststellst, ist das hier der Bruder, der wie gesagt aus derselben Fritteuse kommt, ist halt irgendwie so der Wabbelmann, ne? Der ist noch ein bisschen Wurmcharakter am Start. Ich würde das jetzt mal hier direkt zum Vergleich mal hier ein paar von denen aus dem Backofen nehmen. Jetzt bin ich mal gespannt. Also da ist natürlich das Problem mit der, hier ist wieder so ein Knusperboy und hier hast du irgendwie einen richtigen. Der ist noch wabbliger. Also das Backofenproblem ist genauso am Start. Also hier, das ist genau das Problem. Hier hast du jetzt so eine. Da schmecke ich einfach den Ofen gerade. Ich schmecke den Ofen und ich merke, diese Pommes hat sich nicht hundertprozentig wohlgefühlt in der Zubereitung. Mhm. Die Knusprigkeit ist eher eine Härte als eine Knusprigkeit. Ist einfach nur irgendwie, weiß ich nicht. Und ist mir schon fast zu trocken. Ich beiß rein und nach der Knusprigkeit kommt so ein richtiger Trockenteppich. Okay. Ich habe richtig das Bedürfnis, was zu trinken. Ja, das hat für mich nicht gut funktioniert. Also ich finde auf jeden Fall, dass hier diese Tendenz der Ungleichmäßigkeit noch viel krasser durchsetzt. Dann guck dir das mal an. Ja, genau, du hast einen richtigen labbrigen Johnny. Das ist einer, da würdest du sagen, der braucht noch 20 Minuten. Absolut. Und dann hast du hier natürlich so einen kleinen Schnupsi, der aber ein richtiger Festprängel ist. Genau, da sieht man's, ne? Ja. Also wer hier im Fechten gewinnt, ist klar. Das ist. Ja, das ist. Ja, ist das. Aber und jetzt komme ich. Mir
schmecken die aus dem Ofen. Aber ich bin auch nicht, bei mir muss es nicht super knusprig immer sein. Mir schmecken die besser als aus der Fritteuse. Das ist für mich die erste große Überraschung. Das ist halt richtig kartoffelig dafür. Guck mal, ich kann das sogar hier, die Kartoffel, kann ich sogar rauspressen. Habt ihr die Fritteuse da im Blick? Nein. Ja, klar. Ja. Ja, jetzt sehen sie doch gut aus. Genau jetzt sollten sie fertig sein. Danke, Johanna. Mhm. Und hier könnten wir auch mal, wieso ist das denn immer noch auf 5 Minuten? Ich kann das, ja, ich glaube, also, wir haben es ja, das glaube ich, kommt schon hin. Wir haben gleich mal einmal komplett das Feld hier durch. Also das ist halt wirklich, man ja. Sieht es auch hier, wenn man es so mal platt drückt, natürlich eine sehr kartoffelige Angelegenheit. Das muss nichts Schlechtes sein. Ja, also wer da auf diesen kartoffeligen Geschmack eher steht, der wird sich vielleicht freuen. Aber mir ist das ist mir zu, das ja. Ist, nee, was ist das? Ist ein Schlauchbrot ja. Oder was? Nee, das ist, es das ist gefällt mir aus der Fritteuse deutlich besser. Ich bin echt überrascht, muss ich dir sagen. Ja. Oh, die sind wahrscheinlich auch zu lang drin gewesen. Ich gehe jetzt mal zu den Ringels. Ja. Muss man, glaube ich, nicht würzen. Die haben so diesen leichten, sind sie ja auch schon. Das sind die aus dem Ofen jetzt. Mhm. Zu knusprig. Weil wir sie zu lang drin hatten wahrscheinlich. Also sie leben von der Würzung, ne? Aber ich kann das nicht so gut erklären. Aber diese Knusprigkeit aus dem Ofen, das ist irgendwie eine falsche Knusprigkeit. Weil die klebt irgendwie. Ich kann das nicht erklären. Das ist fake knusprig. Das ist nicht echtes knusprig. Okay. Das ist, meine Zähne beißen und denken, oh, jetzt wird's knusprig. Aber dann wird's nicht so richtig knusprig, sondern ja, so, ich weiß, was du meinst. So, es hat so ein, es ist so eine trockene Knusprigkeit, also nicht so wie so ein Keks, sondern so ein durchgehender Crunch. Ja, so ein, du presst es auch mehr zusammen ja. Mit den Zähnen, aber es zerberstet nicht wie so ein Stück reifes Holz. Genau. Das stimmt, das tut's. Aber ich bin froh, dass wir jetzt mal den A-B-Vergleich machen können. Ja. Denn das ist jetzt die frittierte Ware. Das sind die frittierten. Würde ich jetzt nicht in den Backofen machen, da bin ich eigentlich bei dir. Das bin ich immer sehr gespannt so. Auf die hier. Das sind die frittierten. Ja, man sieht es natürlich, guck mal her, das ist der Ofenfreund. Da sieht man vielleicht so ein bisschen, das zieht sich auch schon, weil es natürlich auch sehr lange im Backofen war, das ist richtig. Oh, heiß. Es zieht sich so ein bisschen zusammen. Ich weiß nicht, ob man das gut einfangen kann, ist wahrscheinlich auch schwer. Aber man sieht, es ist so ein bisschen angeschrumpelt, ne? Wie halt so eine, wenn du zu lange, zu intensiv unterm Solarium gelegen hast, so. Und das hier, das ist jetzt der Backofenboy, der sieht halt, der schreit noch, ich bin voll Fett und voll Leben. Also der ist noch richtig, der ist noch strammer einfach, ne? Ist schwer, mit der Kamera einzufangen. Ihr müsst deswegen einfach auf mein Urteil vertrauen, wie sonst auch. Jetzt bin ich gespannt. Ist halt noch heiß. Mhm. Sehr knusprig. Auch zu lang frittiert. Aber es ist eine andere Knusprigkeit als im Ofen. Es ist nicht so matschig irgendwie. Ja. Ist auch geschmackvoller. Das Knusprige ist selbstbewusster aus der Fritteuse. Eigentlich als früher. Mhm. Aber das ist schon ein bisschen, das ist aber, glaube ich, generell mein Problem mit so Curly Fries. Du denkst mal, oh, die schmecken gut, das ist meine Alternative. Aber es ist eben bewusst nicht der Standard. Das ist so wie die lustige Nutella mit Nussflocken. Du denkst, boah, ist lecker. Aber die ist, ja, das ist der gewohnte Standard, ja, ist es nicht, und der wird es auch nicht werden. Die wollen ein Alternativprodukt rausbringen, weil sie müssen, ja. Aber am König kommt keiner vorbei. Ja. Aber wow, ist das knusprig. Ja. Und das ist eher diese Knusprigkeit, die du meintest, ne? Nicht diese ausgetrocknete Captain Lederhaut Knusprigkeit. Ich greife gar nicht dazu. Also, das ist für mich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja. Ja, ja. Auch geschmacklich. Dann lass uns doch mal einmal zum Scoreboard kurz schreiten und dann nämlich auch direkt mal zu der Fleischverkostungsrunde gehen. Die Was muss denn als nächstes in die Fritteuse rein? Weil da könnten wir doch schon mal Chicken Wings da reinmachen. Genau, das ist eine sehr gute Idee. Vielleicht können wir die Chicken Wings auch kombinieren mit Chicken Nuggets und Knusperdinos. Alles in die Fritteuse? Ja, oder? Mhm. Ja, wir sind ja jetzt schon, also weit der Platz es zulässt. Ja. Aber pass, ich glaube, es reicht. Sonst kriegen wir die. Die würde ich noch reinnehmen. Weil die müssen ja frittiert werden. Gut, gut. Rein damit, was steht drauf? Ach, ist egal.
Boah, es geht schon los mit dem Aufstoßen bei mir. Ich schreite mal zum Scoreboard jetzt, denn wir wollen ja hier, natürlich auch nicht vergessen. Aber warte, dann lass doch noch kurz den Curly Fry. Sind die gut? Ich kann es nicht beurteilen, das musst du sagen. Ob das jetzt so. Ja, genau, du weißt ja, worauf du dich. Ja, komm, dann machen wir noch 2 Minuten. Ja. Ich würde nur noch schon mal bei den Golden Longs anfangen, weil die haben wir ja schon. Da sind wir ja schon mal durch. So, also. Die Golden Longs. Kosten übrigens sparsame. Wo sind sie denn? Da sind die Golden Longs. 40 Cent auf 100 Gramm. Das ist erstmal nicht viel, aber da wir noch keine Referenz haben, beziehungsweise das die erste ist. Knusprigkeit. 1 bis 5 wollten wir geben. Ne? 5 ist mega knusprig, 1 ist Latschboy. Das war schon okay, weil die halt klein sind. Wäre für mich jetzt eine 3. Ich hätte sogar eine 4 gegeben. Nur 4, okay. Können wir machen. Aber es war halt nicht gleichmäßig genug, das ist das Problem. Ach, du meinst jetzt nur für den Ofen? Nur für den Ofen. Ich dachte allgemein. Ofen. Nee, okay. Nee, genau. Okay, also Ofen, nee, da hast du recht. Da würde ich auch maximal eine 3 geben. Geben wir eine 3, weil das ist, glaube ich, okay. Fritteuse, ja, maximal, ne? 5. Und das würde ich fast, ehrlich gesagt, auch bei dem Airfryer geben. Also das ist jetzt der Airfryer und das ist die Fritteuse. Also quasi grün. Da jubelt der Arzt über, sagt er, okay, ab und zu mal, bis hin zu, sind sie eigentlich bescheuert. So ist das. Ah nee, das ist vertauscht. Es ist vertauscht. Das also, Gelbe ist die Fettfritteuse. Gut, pass mal auf. Das Gelbe ist die Fettfritteuse. Es ist doch alles egal. Aber ist doch egal. Also, das ist die Fettfritteuse. So viel zu der Ampel. Fettfritteuse 5, oder? Ja. Das wird vielleicht überall stehen. Also ein Airfryer würde ich jetzt auch eine 5 geben. Die waren super gleichmäßig knusprig. Habe ich jetzt keine. Kaum einen Unterschied zu merken. So, und jetzt wird's spannend, denn jetzt müssen wir für uns einfach entscheiden. Man hätte vielleicht noch den Kartoffelfaktor hätte man noch ein bisschen mit reinnehmen können. Die Kartoffeligkeit, ja. Das können wir natürlich. Aber das machen wir dann jetzt einfach im Endergebnis mit. Ja, genau. Also, welche Golden Long Variante hat dir am besten geschmeckt? Das wäre jetzt die Frage, die wir beantworten müssen. Tja, also ich würde tatsächlich mit der Fritteuse gehen. Mhm. Nicht so überraschend. Würde ich auch. Nicht so überraschend, aber ja, ist halt so. Also, einmal die Fritteuse bei dir, einmal die Fritteuse bei mir. Ja, ist halt so. Aber es war halt auch so. Aber ich muss sagen, es ist so ein bisschen das eingetreten, was ich erwartet hätte, ne? Also, der Airfryer ist irgendwie so zwischen Backofen und Fritteuse angesiedelt und ist genau. Dann echt eine Alternative. So, dann lass uns mal, guck dir noch mal kurz, ob der Airfryer durch ist. Ich gehe mal derweil hier dran. Denn hier ist, oh ja, das ist natürlich jetzt alles sehr knusprig hier. Sind wir mit der Beurteilung der Ringelfries denn fertig soweit? Wenn wir die aus dem Airfryer noch nehmen, dann ja. Gut, weil das sind hier ja die aus der, das waren die aus der Fritteuse, ja, glaube ich. Genau. Dann würde ich die hier auch mal auf den Gabenteller machen und hier jetzt die. Ich hoffe, dass. Ja, wir haben jetzt den Verdienen ist natürlich jetzt nicht zu früh. Salzen wir natürlich ein bisschen. Mhm. So. Fick der Scheiße. Mann. Also machen wir hier mal noch so ein bisschen Ringel. Und machen wir erstmal Ringel. Ja, ja. Ja, ja. Mann! Was denn? Brauchst du Hilfe? Nee. Warte, Achtung, Pommes. Nein, nicht runter mit dem. Okay. Was? Wie? Nee, alles gut. Oh, dieser eine Wing hier. Mann, komm halt jetzt! Ich sag ja, das heißt, brenn mir schon die Haare am Ofen. Fick der Scheiße hier. So. Hallo, Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Jeder kann kochen, das familienfreundliche Format für die ganze Familie. So, da kommen wir gleich zu. Das kann ich erstmal abkühlen. Jetzt haben wir hier angerichtet die Ringel-Pommes aus dem Airfryer. Das ist krass, ne?
Sie kriegen überhaupt nicht dieses Farbbild hin. Also sie sind deutlich heller geblieben. Ich hoffe auch, ich habe sie nicht zu früh rausgenommen. Da würde ich jetzt eventuell nicht meine Hand für ins Feuer legen. Nicht so knusprig wie die Fritteuse. Möglicher, aber ich finde, die sind durch. Noch knuspriger, da hätten wir so Trockenbrot. Boah. Schwer, tu mich schwer, den Unterschied zu den aus dem Ofen. Ja. Möglicherweise ist es die Länge der Zubereitung. Wir haben hier auch noch die Wellenpommes aus dem Airfryer. Mhm. Hast du die auch schon gesalzen, ein bisschen? Ein bisschen, ja. Mal hier drei Stück. Ja, das muss reichen. Boah. Auch hier haben wir tatsächlich sehr unterschiedliche Ergebnisse. Also das liegt natürlich auch in der Beschaffenheit. Hier haben wir so einen, der ist natürlich sehr knusprig. Der war aber auch sehr schmal und dünn. Ja. Ja. Hm. Die dickeren, längeren zum Beispiel, hier sehen wir es. Mit einem sehr ausgiebigen Gelbbild. Und Innenseite auch sehr kartoffelig. Also, es hängt auch immer an der Pommes ein bisschen. Mhm. Ja, also, ein bisschen zu kurz drin, glaube ich. Ein bisschen. Aber für dich schlimm, ich glaube, wenn man es nicht so gerne mag, also wenn man es auch ein bisschen, ich mag es ja gerne ein bisschen lätschiger. Am schlechtesten haben die mir echt aus der Fritteuse geschmeckt. Da bin ich überrascht. Da wäre es für mich Platz 1. Hier? Ja. Waren das die aus der Fritteuse hier? Oder waren das waren die. Das war Backofen. Ja, die sind richtig labbrig. Und hier haben wir die aus der. Also. Finde ich die aus der Fritteuse am besten, ehrlich gesagt. Okay. Aber ich bin nicht so der Mega-Fan von diesen Wellenschnittpommes. Ja. Mhm. Aber es ist wirklich einfach Geschmackssache. Mir sind die ein bisschen zu kartoffelig. Es gibt Leute, die genau das mögen. Ja. Aber ich habe eben genau das Gefühl, dass sie vielleicht durch ihre Dicke, durch die Masse, die da drin ist, und das außen knuspert schneller als innen, dass sie möglicherweise nicht so gut für die Fritteuse geeignet sind. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Nein. Aber ich muss ja noch mal zum Vergleich. Ich komme jetzt wirklich zu dem Punkt. Was ist das gewesen? Achso, wir müssen mal hier auch anmachen, ne? Was ist denn drin? Die Wings. Ah, kann man Wings überhaupt in Airfryer tun? Ja, ne? Ja. Geil. Hast du auch Chicken Nuggets reingetan? Du hast Chicken Nuggets reingetan. In den Airfryer? Ja. Oder? Wir haben gar nichts reingetan. Ja, in die Fritteuse haben wir das reingetan. Okay, jetzt nicht panisch werden. Hier ist nämlich schon gleich. Nicht panisch werden. Okay, pass auf. Wir tun jetzt aber alles rein. Wir tun jetzt das komplett rein. Einen schönen Mix. Also, wir packen mal zwei Knusperschnitzel Ginos rein. Wir packen davon einfach mal so drei, damit wir uns hinterher drum kloppen. Noch die Wings. Und die. Da. Die sind da, genau. So, so, so. So. Machst du die mal gerade? Ja. Jetzt müssen wir ein bisschen. Oh, das ist schon angelabbert. Einen noch. Hm? Na komm. So. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich schon aus jetzt der Fritteuse rein damit. Die wieder rausholen. Puh. Also, dann lass uns mal schnell die Pommes abhandeln, bevor wir hier zur ersten Fleischrunde kommen. Ich hab ein Ergebnis. Meinst du, die sind aber gut, ne? Ja. Ja. Also, pass auf. Während wir die schon mal raustun, hier drauf vielleicht, ja, lass die dann können wir nämlich abtropfen. Die Dinos schon mal reintun, dann haben wir nämlich gleich die komplette Fleischvergleichbarkeit. Aber mach erst mal, das geht eh schneller okay. als das. Also, wir waren jetzt einmal bei den Wellenschnittpommes. Hier hatten wir die, ja, kannst du, also, insgesamt muss es unter dieser Skala angesiedelt sein. Ich würde sogar fast so weit gehen und sagen, Backofen eine 1 oder eine 2.
Ist halt echt. War eine labbrige Angelegenheit. Ich wäre auch eher bei der 1. Okay. Dann haben wir die Fritteuse. War knusprig, aber innen noch relativ, muss man mögen. Hat ja so was Krokettiges, weißt du? Ja. Aber da will man es ja haben. Da willst du diesen Weichkern haben. Ist aber eine 4 wahrscheinlich, ja, ne? 4 wäre ich auch dabei. Und da wäre ich eine 3. Wahrscheinlich. Ich meine, wir hatten es nicht ganz so lange drin. Jetzt kommt aber die entscheidende Frage. Welche Zubereitung, obwohl du hast schon gesagt. Ich habe schon gesagt, ich gehe mit der Nummer 4, also mit der Fritteuse. Aber das sind marginale Unterschiede. Ja, das sind einfach, diese Pommes würden im Zweifelsfall einfach nicht bei mir landen. Und ich bin jetzt mal beim Airfryer. Weil der Back, aber dicht gefolgt tatsächlich vom Backofen. Nenn es einen Fetisch, aber ich fand es gar nicht so ungeil. Also da haben wir wirklich in diesem Fall deutlich die aus der Fritteuse aufgrund ihrer Beschaffenheit und dieser komischen Extreme, die wir da genossen haben, am wenigsten geschmeckt. So, jetzt kommt die Königsdisziplin im Prinzip. Pommes kann jeder. Ja. So, was kommt als nächstes hier rein? Die Knusperdinos jetzt erstmal. Dann gehen wir zu Fisch. Fischigkeit. Gezeigt. Ja, gerne. Ich glaube, die Pommes, alles was, das kann vor allem gegessen werden, liebe Johanna. Das sieht natürlich wirklich perfekt aus. Zeig mal her. Oh ja. Das sieht wirklich. Die sehen saftig aus. Das sieht richtig lecker aus. So, komm, jetzt legen packen jetzt alle Knusperdinos. Die will man sich auch mal wegnaschen. So, und das waren auch die Knusperdinos hier aus der Fritteuse. Nee, das sind nicht die Knusperdinos, nee? Das sind die Chicken Nuggets. Ach, das sind die Chicken Nuggets. Bei uns beim Kupferspieß am Püsselbühner Damm in Ippenbüren hießen die immer Chicken Crossies. Ja. Das ist wahrscheinlich auch der offizielle. Sind irgendwie was Nuggets-artiges, aber natürlich keine Nuggets. So, pass mal auf, die Knusperdinos. Ich blicke auf die Uhr, denn wir wollen es ja nicht komplett ignorieren. Circa 6 Minuten. Ja. So, dann lass uns doch mal direkt testen. Gespannt. Das sind die aus der Fritteuse. Genau. Ich würde aber sagen, lass uns erst den Backofen. Die sind schon länger. Die sind schon älter. Ach, nehmen wir jetzt immer so einen Backofenboy. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Das ist Backofen, hast du gesagt. Okay, machen wir mit den Wings zuerst. Ja. Backofen Wings. Ich habe auch. Also, das ist der Backofen-Wing, ne? Der sieht auch schon gut aus. Mhm. Der war aber auch richtig lange drin. Der war über 20 Minuten drin. Mhm. Gut. Gut. Ist gut, ne? Ja. Wahrscheinlich ist da eh so viel Fett drin oder whatever, dass es hier möglicherweise eben gar keinen Fettzusatz braucht. So. Aber der ist gut. Der hat so ein bisschen diese Röstaromen, so wie man das so vom halben Hähnchen aus dem Grill kennt, ne? Ja. Also, durchaus positiv überrascht hier. Rundum durch. Aber innen noch saftig genug. Außen schön knusprig. Auch nicht trocken. Nee. Ja. Und vor allem diese Knusperhaut drumherum. Wenn man das mag. Ich find's geil. Gut. Das war richtig gut. Das war wirklich gut. Okay. Fritteuse. Jetzt zum Vergleich. Der zweite aus der Fritteuse. Ich habe wieder einen Wing, du hast eine Keule, glaube ich. Ist ein bisschen heißer, natürlich. Hei, hei. Boah. Heiß. Ich kann nicht reinbeißen. Sehr heiß. Und vor allem von innen hast du sofort so eine. Da kam mir richtig so ein, ich will jetzt nicht sagen Fettschwall entgegen, aber es fühlte sich viel fettiger an. Ich finde, von dem Würzgeschmack geht was flöten. Vielleicht geht das in den Bart flöten. Aber dafür schmeckt die Haut noch intensiver. Also es ist mega saftig. Hey, aber ich weiß nicht, ob ich das fucking heiß, ey. Letzten Assis hängen wild in der Fressen wir das Fleisch. Also die Haut ist geil. Die frittierte Haut gefällt mir. Ist die besser? Ich bin echt nicht sicher. Ich würde nicht sagen unbedingt besser, aber pari. Und hier
Das Fleisch. Also mir ist es immer, mir ist es irgendwie fast zu fettig, würde ich jetzt sagen. Es braucht es halt nicht. Mhm, verstehe. Ist wahrscheinlich so eine Sache, ob du auch ein halbes Hähnchen lieber als Backhändel hast oder einmal in die Fritteuse geworfen. Also ich sag mal so, zumindest ist der Vorteil hier nicht so deutlich zugunsten der Fritteuse wie bei anderen Produkten. Ich würde schon da so weit gehen, dass ich hier für mich schon mal den Backofen zücken würde im AB-Vergleich. Mal gucken, ob der Airfryer noch was kann. Mhm. Um sicher zu grillen. Ja, du hast vollkommen recht. Ich muss auch noch mal in den Backofen rein. Esse ich noch eine. Als Wissenschaftler ist es meine Aufgabe, ein empirisch valides Ergebnis abzuliefern. Ich bin am Backofen. Ich bin auch am Backofen. Ohne Witz. Ich finde das geiler. Das ist irgendwie runder. Aber das Fleisch ist erstaunlicherweise im Backofen schmackhafter. Finde ich auch. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass die Kruste aus der Fritteuse viel vom Aroma klaut. Ja, das glaube ich auch, dass das uns so vollgesaugt hat so damit. Aber auch das Fleisch da drin, also weil es ist im Backofen eben nicht jetzt vertrocknet oder so. Und diese Fettigkeit, die das aber bekommt durch die Fritteuse, die brauche ich halt einfach nicht. Also bin ich überrascht. Wir legen mal kurz an der Fischfront nach. Denn Moment. Es gibt jetzt hier Fischstäbchen okay. Und vegane Fischstäbchen. Es ist auch gar nicht alles richtig unter Wasser hier. Ja, aber sieht gut aus. Die sollten ja auch nur, die sind gut. Pass auf, jetzt machen wir hier ein paar. Oh, ist das hier eine koordinative Großherausforderung. Ich glaube, das ist auch die schweigsamste Löffelmesser-Gäbel-Sendung, die es bisher so gab. Einfach, weil es nicht so leicht ist. Ja, das ist hier ein koordinationstechnisch schon eine Herausforderung. Ja. Deswegen bin ich auch doppelt froh, dass du... Was ist das denn? Was ist das denn? Ach, Mann. Was? Das ist doch... Ah. Fuck you, Blech. Sorry, ich muss das kurz, es geht nirgendwo rein. Brauchst du Hilfe, dann sag. Nee. Dann frage ich, ob Johanna kommen kann. Das ist gut, ich bin ganz entspannt. Also, pass auf. Das sind jetzt vegane Fischstäbchen. Sind Fischstäbchen nicht immer vegan? Ach nee, vegetarisch. Nee. Was heißt denn vegan? Also sind es keine Fischstäbchen eigentlich? Vegan heißt doch nur, wenn keinerlei tierische Produkte enthalten sind. Ja, aber der Fisch ist ja ein Tier. Also deswegen ist es auch nicht vegan. Also wenn du das Fisch aus Fischstäbchen rausnimmst, dann bleibt ja nur noch Stäbchen. Deswegen heißen die auch nicht Fischstäbchen, sondern Wischstäbchen. Weil es eigentlich nur daran erinnern soll, das ist meine Interpretation. Und wir ergänzen hier gleich mal mit Chicken Nuggets. Die müssen doch alle eh gleich lang rein. Komm, beim Backofen. Mir wurde immer gesagt, ich sei zu... beim Backofen zu. Das hau ich das Zeug einfach mal rein. So, ich hol derweil mal hier die Chicken Wings raus. Und es kommen auch noch die hier rein. Das sieht richtig gut aus. Erstmal abtropfen. So, 12.57 Uhr schließt sich der Ofen. So, wir müssen jetzt hier die Chicken probieren. Genau, die Chicken Crosser und die Dinos kannst du aber, glaube ich, auch schon mal raushauen. Die tropfen schon ab? Ah, die tropfen ab, sehr gut. Weil ich habe schon wieder vergessen, was das ist. Das sind jetzt diese Chicken Crossies. Aus? Die aus, wie? Achso, das ist Backofen. Und das? Nee, das ist Backofen, Entschuldigung, das ist Fritteuse. Gut. Alles, was hier ist, ist Backofen. Deswegen nehme ich erstmal hier einen, die sind bestimmt schon kalt. Also, wie gesagt, offiziell steht das gar nicht für den Backofen im Programm. Ja. Man sieht das auch tatsächlich, dass das so komplett ungleichmäßig irgendwie braun ist. Bei manchen erkennt man sogar noch die Panade. Ja, ich habe auch ein bisschen Angst davor, weil aber das wird schon. Also das ist gar nichts. Ja, aber wie gesagt, es steht auch nicht drauf. Insofern muss man da fair sein. Das ist gar nichts. Ist halt trocken. Das ist nix. Nee.
Weder das Fleisch innen noch die Kruste draußen. Alles ungenießbar. Also man schmeckt den Cornflakes-Geschmack, also einfach nur ein trockener. Ja, da kann ich. Nehmen wir als das, was es ist, ist es nicht das, was da es ist. Da kann ich auch einfach nichts trinken und hab den gleichen Effekt. Nee, das war nichts. Aber das können wir dem Produkt nicht zwingend zur Last legen, das muss jetzt natürlich die. Aber hier haben wir das gleiche Produkt. Mhm. Oder? Das sind auch so zwei zusammengebacken, ne? Glaube ich. Das gleiche Produkt aus der Fritteuse. Mhm. Jetzt bin ich gespannt. Ich hier mal ganz kurz den Blick. Mhm. Ja, hier siehst du auch, ne, das ist natürlich noch heiß. Aber es ist schon, wie du sagtest, ne? Die Cornflakes-Panade, die sagt ja, gib mir Fett. Ich will mich vollsaugen damit. Und nicht nur heiße Luft. Deswegen bin ich hier sehr, sehr gespannt. Da sieht man den Unterschied, ja, die Tag und Nacht. Ja, ne? Definitiv. Also man sieht, ich weiß nicht, ob ihr das seht zu Hause, aber man sieht, doch, das sieht man, ne? Hier ist aus dem Backofen, hier ist aus der Fritteuse, ist richtig schön durchtränkt und hier ist ja fast noch, also man sieht richtig trocken, da sind ja manche, also da ist, das ist wie Staub und hier ist richtig schön das durchtränkt. Das ist saftig auch. Es ist außen knusprig, innen saftig. Ja. Wenngleich der Grundgeschmack relativ, ich würde fast sagen, brotig ist. Es ist nicht, wahrscheinlich kein Premium-Fleisch, aber höchstwahrscheinlich nicht. Aber zumindest durch die Fritteuse. Ja. Auf jeden Fall essbar. Ja, aber ich finde es trotzdem krass, weil es schmeckt für mich wirklich fast nur nach Panade und Fett. Ja. Also, dass das eigentlich das Großteil Hähnchen ist von der Masse her. Ich bin auch ein bisschen überrascht, ja. Man schmeckt wenig Hähnchen da draus. Mhm. Ich mache jetzt mal bewusst, beiß ich mal nur ins Hähnchen, lass mal hier die Panade weg. Ja. Schmeckt einfach, was ist denn das? Darf ich mal die Verpackung davon sehen? Das schmeckt wie Fake-Hähnchen, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Filet. Ja, Hähnchenbrust-Filetstücke. Mit Flüssigwürzung und Cornflakes-Panade. Das ist ja sogar, ich glaube, nicht mal Pressfleisch, sondern richtige Stücke. Glaube ich. Ohne Gentechnik, vielleicht ist das Problem. Ja, das ist wie bei der Bratwurst. Ohne Phosphat, dann schmeckt sie gleich nicht so gut. Ja, also liegt eher am Produkt, würde ich jetzt mal sagen. 80% flüssig gewürztes Hähnchenbrustfilet. 8%. 80% flüssig. Nein, 8. Ach so, das ist der Anteil. Ja, okay, stimmt. Ich habe da oben die flüssig. Ja, zwar, ja, ja. Hm. Wasser, Speisesalz, Salz, Glucose, Sirup. Also es ist 80% Hähnchen, 20% Panade. Ja, ist aber einfach, ja, es lebt vielleicht auch von den Soßen, ne? Dass man sagt, das ist in entspricht 73% Hähnchenbrustfilet bezogen auf das Enderzeugnis. Ja, dann ist das wahrscheinlich so, da hast du die Flüssigwürzung, die Panade und der Rest ist Fleisch. Also, würde ich sagen. Ja. Ja, ist nicht das beste Fleisch, aber wenn, dann auf jeden Fall in der Fritteuse. So viel steht schon mal fest. Es sei denn, der Airfryer sagt gleich, halt, stopp, ohne mich habt ihr die Rechnung gemacht. Ist das schon durch oder ist der aus? Der ist nur. Haben wir den überhaupt angestellt gehabt? Ja, ja. So. Willst du mal einmal reinschauen, wo wir da stehen? Ja, das dauert noch. Ich habe noch. Nein, das dauert noch. Sicher, dass wir da. Ist ja. Zwei, drei Minuten. So, jetzt Knusperdino. Du kriegst hier ein Knusperdino aus der Fritteuse. Mhm. Ich bekomme einen aus der Fritteuse und. Auch hier würde ich sagen, obwohl, ein bisschen dunkler der aus der Fritteuse. Der untere ist aus der Fritteuse. Heiß! So. Ja, man sieht, der ist, ein bisschen fetter, ist der. Der hat sich so ein bisschen mehr, ein ganz bisschen so vollgesogener halt, ne? So der Dino. Der aus der Fritteuse mit Fett. Und der andere ist so ein bisschen schlechter gealtert. So, jetzt probiere ich erstmal den Backofen, boah, ist super knusprig. Boah. Das ist ja fast nur. Ja, war auch viel zu lang drin. Aber ich war fast eine Panade. Guck mal hier, wie dünn das Fleisch ist. Mhm. Aber, nenn mich Colin, aber ich finde, schmeckt mir besser als der Nugget. Aber mir ist das zu viel. Während ich spreche, fliegt mir Panade aus dem Mund. Mhm. Das ist mir überknusprig, natürlich. Das ist zu viel Panade und zu wenig Fleisch für meinen Geschmack. Mhm. Ja, es könnte alles drin sein, ne? Wenn du aufeinander beißt, beißt du Panade auf Panade. Und das Fleisch spielt kaum noch eine Rolle.
Das ist wie zu fluffiges Brot und zu wenig Burger da in der Mitte. Ne? Genau. Aber vor allem ist es, das ist, glaube ich, so ein Punkt, da würde ich jetzt sagen, ey, ganz ehrlich, ob da wirklich Hähnchenfleisch drin ist oder irgendeine Alternative, ja, eine rein pflanzliche, merkst du eh nicht. Ja. Weil hähnchenmäßig kommt da ja nichts bei rum. Das ist eigentlich nur eine Entschuldigung, um Panade zu essen. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass es bei Kindern gut ankommt. Ja. Schmeckt ja jetzt nicht scheiße, es schmeckt nur. Die Panade schmeckt gut. Ja. Ja. So, jetzt probiere ich mir direkt mal die Fritteuse. Oh ja. Da hast du noch einen Hähnchengeschmack in der Mitte. Mehr zumindest. Aber es ist trotzdem homöopathisch. Auch sehr, sehr crunchy einfach. Ja, aber finde ich, das ist so ein paar Soßen ziehen, so ein Bucket auf dem Sofa vielleicht. Also es ist weit weg bei einer großen Fastfood-Kette, die sich darauf spezialisiert hat, Buckets zu machen. Also wer das erreichen will, das liegt aber weniger an den Geräten als, glaube ich, am Produkt. Darf ich mal die Knusperdinos sehen? Ich glaube, die sind nämlich übrigens wirklich aus Pressfleisch, also fein zerkleinert und wieder zusammengefügt und keine Filetstücke. Hähnchenfleischerzeugnis aus flüssig gewürzten Hähnchenbrustfilets, geformt, paniert, gegart, tiefgefroren. Cornflakes-Panade. Also auf jeden Fall besser als aus dem Ofen. Ich merke auch ein bisschen Hühnchengeschmack, aber ja, mir ist das Produkt insgesamt viel zu panadig. Mhm. Das geht. So eine starke Cornflakes-Panade ist natürlich super, aber da muss da auch ein dickeres Stück Fleisch drin sich verstecken, finde ich. Ja, das stimmt. Oder man muss wirklich so sich daran tasten, auch was die Dauer des Frittierens angeht. Ne? Dass man wirklich sagt, ich mache jetzt mal knallhart 4 Minuten, so wie es da steht. Dann ist das Verhältnis vielleicht noch nicht so eingetrocknet oder weiß ich nicht. Da bin ich so mit dem knallharten Endurteil ein bisschen vorsichtig. Aber ich weiß genau, was du meinst. Dann gucken wir jetzt mal, ob die Airfryer. Weißt du, die sind schon soweit. Gucken mal. Oh ja. Oh ja. Ich glaube aber. So, nehmen wir erstmal die Dinos. Na? Mhm. Dann einen Chicken Nugget oder was das ist. Das wäre dann das hier. Die habe ich schon gar keinen Bock. Na gut, dann nehme ich direkt das. Die müssen einfach frittiert werden, ne? Diese Panade. Aber wo ist da der Unterschied? Also warum ist diese Chicken Crossy Cornflakes Panade anscheinend so viel schlechter geeignet für. Nimm du ruhig, gönn dir. Ja, okay, hier auf den. Das hier ist ja der Essteller übrigens hier noch, ne? Das ist der Resteteller. Das ist alles fein, das kann man noch essen. So, jetzt haben wir einen direkter Vergleich. Es wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen heiß sein. Den Dino aus der Luftfritteuse. Auch hier mal ganz kurz das Vergleichsbild. Einfach nur optischer Natur. Fritteuse, ist das ja ein bisschen älter natürlich, muss man auch wieder sagen. Ja. Das Fett hat schon gesagt, ich geh zurück in die Wohnung. Oben ist der Airfryer, unten ist die Fritteuse. Aber man sieht schon ein anderes strukturelles Bild. Mhm. Unten ist die Fritteuse? Unten ist die Fritteuse, ja. Ja, es kann natürlich auch sein, wenn man so einen Airfryer, wie du ja sagst, es ist ja letztendlich auch nur heiße Luft. Wenn man den natürlich auch so belädt mit verschiedenen Sachen und dann hast du so Übergangskanten und Ablagerungen. In der Fritteuse sprudelt das ja viel mehr und kann geschüttelt werden, dass man dadurch natürlich auch wir einen gewissen Mitschuld daran tragen, dass das so ungleichmäßig beladen. Aber es sieht ja gar nicht schlecht aus. Es sieht nicht schlecht aus. Ich bin mal gespannt. Ich nehme jetzt auch mal ein Stück den Schwanz vom Dino. Ist also, wenn dein Kind dir sagt, ich mag keine Tiere, dann kannst du im Knusperdino hinlegen und sagen, das ist kein Tier. Okay. Ja. Ne? Weil es einfach. Du kommst doch nicht drauf, wenn dir das jemand blind gibt.
dass das jetzt Hähnchen ist. Oder? Nee. Du denkst einfach nur, das ist irgendwie so ein crunchy. Könnte jetzt auch irgendwie Ziegenhackfleisch sein. Da gibt es vielleicht nicht. Aber eine Pommes könnte sein. Ja. Pommes in Cornflakes-Panade. Mega knusprig. Also, es ist wie eben auch schon meiner Meinung nach wirklich so ein Zwischending. Es ist nicht ganz so staubtrocken wie aus dem Ofen. Und nicht ganz so vollgepumpt. Ja. Aber es ist einfach kein geiles Produkt. Muss ich leider sagen. Nee, ist, so ist glaube ich, echt so ein Kinderprodukt so. Das ist. Aber es schmeckt mir leider auch. Also, das fand ich aus der Fritteuse am besten. Da hat es echt am meisten so noch nach. Vielleicht auch, weißt du, diese letzten Hühnchen-Geschmacksnuancen, die in der drin sind, die werden halt durch das Fett noch mal gepusht. Mir ist das, ist ja ein Geschmacksverstärker. Ja. Das ist Träger. Deswegen. Ja. Aber wenn ich das, also anders gesprochen, wenn ich jetzt so einen Airfryer zu Hause hätte und ich würde Knusperdinos machen, dann würde ich sie nicht im Backofen machen, sondern hier drin. Genau. Das ist schon mal. Ja, ja. Das ist schon mal klar. Okay, wollen wir vielleicht zu den. Ungeliebten. Zu den Chicken Nuggets kommen. Kommen wir zu den Chicken. Und das wundert mich, wie gesagt, so ein bisschen, denn man sieht es auch hier, dass, obwohl es auch eine Cornflakes-Panade ist, ich drehe es auch mal so ein bisschen hier, sieht man, die braucht halt noch Fett, um richtig glücklich zu sein. Aber die Knusper-Dino-Panade braucht es nicht so. Das ist übrigens von innen. Mhm. Sieht schon zumindest ordentlich. Ordentliches Stück Fleisch. Ja, das ist halt so wie, ne, man sieht noch die Faserigkeit, die Struktur. Das ist halt tatsächlich, das sind halt, ist nicht zerkleinert und neu zusammengefügt, sondern das ist sozusagen so aus dem Tier geschnitten, mehr oder weniger. Behaupte ich jetzt einfach mal. So, auf jeden Fall saftig wirkt es beim Auseinanderziehen. Ja, es hat wieder die Dominanz von der Panade. Also, es ist eigentlich das ähnliche Geschmackserlebnis, ne? Wie super die Dinos? Ja. Ja, aber mit ein bisschen mehr halt Fleisch. Ja. Aber, trotzdem, das Dominante ist die Panade. Vom Geschmack. Aber es ist nicht so trocken, weil es einfach, weil mehr Fleisch drin ist, ne? Ja. Also, würde ich generell nicht kaufen. Schmeckt einfach nicht. Nee. Das ist das Problem. Produkte sind nicht geil. Ja. Es ist einfach kein geiler Nugget. Ich glaube, es liegt nicht am Airfryer. Nee. Wahrscheinlich auch nicht am Ofen. Aber es macht einen natürlich schon skeptisch, weil wir machen öfter mal so Chicken Nuggets oder so. Gibt's ja auch welche so mit Käse drin. Mhm. Im Ofen. Und wenn explizit auf der Packung steht, nicht im Ofen machen. Ja. Dann scheint da schon irgendwas anders zu sein, als man es normalerweise gewohnt ist. Und das schmeckt man hier, das andere. Ja, wie gesagt, es kann durchaus sein, dass die tatsächlich nicht vorgegart waren. Mhm. Sondern tiefgefroren, roh. Aber wir haben sie lange genug drin gehabt, überall. Also, es ist keine Gefahr damit. Aber es ist einfach kein geiler Chicken-Geschmack. Nee. Und dann hast du einfach nur, was übrig bleibt, ist die Panade. Ja. Okay, gehen wir mal zu den Wings. Zu den Wings. Das bin ich sehr gespannt drauf. Denn wir hatten ja zweimal ein super knuspriges Ergebnis. Gut, Abzug natürlich immer in der Zeit, wenn wir es ein bisschen zu kurz drin hatten. Mhm. Nicht so knusprig natürlich, aber ich glaube, es liegt an der Zeit. Aber es ist natürlich jetzt dankbar nach diesen furchtbaren Nuggets. Bin auch nicht so 100% überzeugt. Ja. Da ist irgendwie. Ich nehme irgendeinen Geschmack wahr, den ich vorher nicht wahrgenommen habe. Es ist halt auch super. Also Fleisch. Fleisch finde ich gut, aber im Zusammenspiel mit der Panade. Nee. Irgendwas mag ich daran nicht. Vielleicht hätte es noch länger reingemusst.
Ich mag das Fleisch. Ich mag das Fleisch. Aber die Kruste hat mir bei aus der Fritteuse besser gefallen. Ja, ja, das schon mal. Also ich fand hier den Airfryer auf jeden Fall am schwächsten. Was war denn da? Ich weiß schon wieder nicht mehr, was da der, wie der Ofengeschmack war. Der war super geil. Das ist der hier. Das war der hier? Mhm. Ja, das kann das hier auf jeden Fall. Das? Mhm. Sicher, dass das auf dem Ofen ist? Woran machst du das jetzt fest? Weil auf dem Teller, glaube ich, nur Ofensachen lagen. Also wenn du das Gefühl hast, es ist noch sehr warm, dann vielleicht nicht. Ja, es ist sehr kalt. Dann ist es der Ofen. Und vielleicht siehst du es auch an dem, die haben ja da drauf gelegen. Man sieht manchmal so die untere, irgendwo, dass da vielleicht so ein bisschen sich so ein Backfett getrocknet angereiht hat. Du weißt, was ich meine. Ja, klar. Also, gefällt mir geschmacklich auch besser. Ja. Also hier bin ich tatsächlich bei den Wings. Habe ich mich in der ersten Runde schon festgelegt. Brauche ich nicht nochmal probieren. Finde ich ganz klar den Backofen am geilsten. Also wie kann das sein? Ich weiß es nicht. Wie ist das möglich? Wahrscheinlich, weil Backofenhähnchen oder auch so im Grill, Zeit. Das ist einfach so ein Produkt dafür. Ich glaube, es ist die Zeit. Bestimmt auch, weil sowohl Fritteuse als auch Airfryer waren nur so 5-6 Minuten. Im Ofen waren es locker 25 Minuten. Ich glaube, dass der Geschmack, vor allem das Fleisch, von so einer, weißt du, wenn das so schockerhitzt wird wie in einer Fritteuse oder im Airfryer, das ist was anderes, als wenn es so richtig langsam, gleichmäßig. Ja. Ist bestimmt auch was dran, aber trotzdem, typische Hähnchen im Imbiss, die sind ja dann geil, wenn die in dem Grill sind. Ja. Und nicht in der Fritteuse. Also, wir hatten auch mal eine Pommesbude, die haben die halben Hähnchen in die Fritteuse geworfen. Ja. Und das war einfach nicht geil. Ja. Weil es halt einfach nur so insgesamt so saftig außen, so überknusprig, aber irgendwie nicht geil. Genau. Diesen typischen. Und das ist aber, glaube ich, durch die Zeit. Das Fleisch lieber über einen längeren Zeitraum reifen lassen, als irgendwie schnell in ins Fritteusebecken. Und dann wird das so gefaked. Dadurch, dass die Kruste außen schon hart wird, wie im Ofen, denkt man dann, das Fleisch ist auch schon soweit, aber das Fleisch braucht noch 10 Minuten. Kann sein. Aber das ist wie so, wenn du einen sexuellen Partner hast, der einfach noch nicht an dem Punkt ist, wo du bist. Wo du sagst, ich schalte schon mal Netflix an. Genau. Also im Prinzip bei mir. Jede. So ein Klassiker, ne? So wie man sagt, so, ich dusche schon mal, während ich noch mit dir im Bett liege. Ich glaube, da ist viel Wahres dran. Auf jeden Fall ist das Schöne am Backofen, vielleicht durch die Zubereitungsform, du schmeckst das Drumherum, die Haut, richtig lecker geil. Und das Hähnchen hat noch mal einen anderen Geschmack. Mhm. Also diese Dualität des Geschmacks des Tieres kommt hier besser zum Tragen, möchte ich behaupten. Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir befüllen jetzt einmal Jetzt können wir doch erstmal. Wir machen das Scoreboard. Hier im Ofen haben wir jetzt diverse Produkte drin und die packen wir jetzt gleich auch in die anderen Sachen rein, damit wir ja vorwärts kommen. Willst du diese Chicken-Wischstäbchen hier reinmachen? Ja, würde ich sagen, na klar. Aber lass uns erst zum Scoreboard gehen einmal, um das zu beenden. Also, wir haben noch nicht die Curly Fries durchgeschribbe. Und wir müssten auch noch einmal den Wellenschnittpommespreis hinterlegen. Also auf 100 Gramm gerechnet haben wir hier nämlich ein noch günstigeres Produkt. Ob das was mit dem Geschmack zu tun hat. Aber das zumindest das McCain Golden Long Produkt ist deutlich teurer. So, dann haben wir jetzt mal einmal die Loop Fries von Aldi übrigens. Mit 23 Cent. Hier Knusprigkeit, ja gut, Backofen, wir haben es überknuspert, ne? Das war ein bisschen ein Fehler. Muss man wahrscheinlich in eine 4 geben oder so, ne? Oder was sagst du? Ja, es war unser Fehler. Es ist natürlich schwer zu sagen, aber ja, gib halt eine 4, was soll's machen? Ja. Zumindest gut zu wissen, dass man sie auf so einen Grad knusprig kriegt. Ja. Du kriegst wahrscheinlich sogar einen Stein, wenn du ihn in den Ofen legst. Vergiss es, das hat keinen Sinn ergeben. Fritteuse. Waren auch sehr, sehr knusprig. Ja. Eine 4 oder eine 5 sogar? Ich würde eine 5 geben. Ja, komm. Und der gute neue Airfryer. Der war so in der Mitte. Wir hatten es auch am kürzesten drin. Das ist eigentlich, man schämt sich fast, hier Zahlen hinzuschreiben. Ne? Nehmt es uns bitte nicht krumm. Was sagst du? Hey, ich gebe eine 4. Okay. Irgendwas zwischen 3 und 4 hätte ich jetzt gedacht, aber. Ja, aber du kannst es eigentlich nicht unknuspriger machen als im Ofen. Das war ja auch wieder so. Es ist halt schwer, auch das alles hier vom Timing her exakt gleich hinzukriegen. Das ist alles mit Vorsicht zu genießen dieses Mal. In Anführungsstrichen. Ja, es ist so. So, aber der Geschmack, den können wir natürlich noch mal eben hier kurz festlegen, ganz schnell. Denn hast du schon eine Entscheidung getroffen? Ich habe eine getroffen. Ja, für mich
ganz klar Fritteuse. Okay. Vorne. Aber ich möchte als Disclaimer auch noch mal erklären, dass das nicht meine Favorite Pommes sind. Ah nee, du bist ja. Wo bist du jetzt? Bei den Loop Fries, bei diesen runden. Ach, bei den Loop Fries. Ja gut, aber bleibe ich eigentlich dabei. Das gilt das gleiche wie für die Wellenschmidt. Ja. Wellen. Gut, dann machen wir jetzt weiter mit, was hatten wir jetzt gerade? Die Chicken Wings von Aldi in diesem Fall. Ist eigentlich irrelevant, wie gesagt, das sind die einzigen, die wir haben. Mit 40 Cent auf 100 Gramm, nicht teuer. Knusprigkeit im Ofen. Ja, die waren auf jeden Fall am knusprigsten. Waren am längsten drin. Das ist ja kein wertender Faktor. Moment, die Chicken Wings oder welche? Wo bist du jetzt? Ja, bei den Chicken Wings, genau. Die Chicken Wings waren doch in der Fritteuse am knusprigsten. Ja, aber die waren innen mega saftig. Die Frage ist halt, ob der Faktor Knusprigkeit da überhaupt zum Tragen kommt. Aber, Moment, die Chicken Wings auf dem Ofen, ja. Ich glaube, ich würde dir gar keine Knusprigkeit geben. Weil das wär vermessen. Aus der Fritteuse waren die natürlich außen, war die Haut knusprig. Das Innenleben war aber quasi ein richtiges Feuchtbiotop. Beim Airfryer genauso. Was bewerten wir jetzt? Das Gesamtprodukt, das Innenleben oder die Hülle? Da tue ich mich jetzt gerade sehr, sehr schwer. Ja. Also speziell aber bei den Wings. Bei den anderen, glaube ich, wird es wieder leichter. Aber was, willst du es einfach weglassen? Ich will es weglassen. Okay, dann sagen wir einfach nur, was waren unsere Favorites? Genau. Und hier habe ich einen klaren Favorite. Ich auch. Ofen. Hast du zuerst? Muss man so sagen. Ja, muss man so sagen. Tatsächlich, ich hätte es auch nicht gedacht. Ich bin auch ein bisschen traurig darüber, weil es ist die Variante, die am längsten gedauert hat. Hier ist jetzt übrigens auch Schluss im Backofen. Also, zweimal in den Ofen. Damit kommen wir zu den. Ich mache hier schon mal den Ofen aus. Der ist nämlich gut. Das Zeug. Pff. So. Also, was hatten wir denn noch? Wir hatten jetzt noch die Chicken Nuggets. Eieiei. Die von gut und günstig. Die waren nix. Das waren diese, die aber auch nicht dafür gemacht waren. Es braucht eigentlich auch keine Knusprigkeit, oder? Ich finde das irgendwie ein bisschen den Faktor Knusprigkeit bei den. Das ist was für Pommes, ja. Das ist jetzt nicht unbedingt was für Nuggets. Daran sollte man sich nicht orientieren. Die knusprigsten Nuggets sind nicht die besten Nuggets. Ja. So. Aber hier tue ich mich. Auch, aber eigentlich. Ja, da hat mir tatsächlich, also das ist alles nicht geil gewesen, aber fand ich den Airfryer am besten. Mhm. War so die Mischung aus den beiden. Ja. Ich bin da bei dir. Aber es ist jetzt kein Produkt, wo ich jetzt direkt in den Supermarkt rennen würde und sage, die müssen es wieder sein. Ja. Ja, das ist grundsätzlich, ne? Diese in Anführungsstrichen Empfehlung ist dann halt so in der Not. Wo würde ich es am ehesten reintun? Aber nichts war geil. Also Backofen war auf jeden Fall schlimm. Wenn ich mich recht erinnere. Knusperdinos hatten wir dann noch. Genau. Da war auch das Problem, dass das einfach kein geiles Produkt ist. Das ist ein Panadenprodukt mit sehr wenig Fleisch. Offensichtlich auch für Kinder. Tue ich mich auch schwer, eine Entscheidung zu treffen. Würde ich wahrscheinlich mit Fritteuse gehen. Ich leider auch. Weil ich glaube, ich würde sie sonst in der Pfanne noch packen. So, ne? 60 das Cent. Hätte übrigens. Man tatsächlich auch noch mal probieren können, ja. Ja, aber dann wären wir ja komplett untergegangen. Oh, guck's dir an. Wollen wir hier uns. Ja, gut, die waren halt überall mega knusprig, ne? Ja, es lag aber an der Zubereitung auch, aber trotzdem sind sie, glaube ich, du kriegst sie in diesem Fall super krass knusprig überall und das macht das Produkt aber nicht gerade besser, oder? Ne? Ja, ich finde hier auch die Knusprigkeit tatsächlich eher Nachteil schon. Mhm. Weil je knuspriger, desto, also es bleibt nicht mehr viel übrig. Komm, ich hause weg, wenn es für dich in Ordnung ist. Weil ich finde den Faktor hier ähnlich wie bei den anderen Fleischsachen. Nicht so relevant. So, jetzt kommen noch die Frühlingsrollen. Genau. Jetzt sollten wir nämlich mal kurz wieder die Sachen bestücken. Zuerst den Airfryer. Da müssen wir erstmal wieder hier. Ach ja, die können hier auf den. Ich bin auch gut, Teller. Also. So, was soll ich machen? Das sind die Dinge. Willst du wieder alles? Ich würde sagen, wir nehmen jetzt hier die, genau. Wir also mischen die alles ein wenig. Vegane Chicken Nuggets. Genau, ich packe mal hier zwei hiervon rein. Das sind jetzt die veganen Fischstäbchen. Dann kommen hier die veganen Chicken Nuggets. Und dann machen wir auch gleich zwei hier rein.
Mhm. Genau, die dauert die auch am deutlich, besten, oder? Meinst du jetzt schon? Ich würde fast sagen, wir nicht zusammen machen. Können wir auch. Da sind sie auch zusammen. Ja, das dauert hier nur viel länger, das ist so mein Gedanke. Aber du hast recht, die Backofen sind ja schon fertig. Insofern ergibt das Sinn. So, die. Jetzt haben wir noch Frühlingsrollen. Oh, jetzt kommen wir langsam. Kommt der so, Punkt langsam, ne? Wo man sagt, so Gefilde, wo ich jetzt auch gar nicht mehr so Hunger habe. Das war Frühlingsrollen. Und was haben wir noch? Fischstäbchen, die ganz konventionellen. Aber kannst du die auseinanderhalten? Ich pass auf, ich leg die einfach nach rechts. Hier. Ich glaube schon, die haben eine gröbere Panade. Mal gucken, wie sich das nach dem Bad im Airfryer entwickelt. Ich glaube, das kriegen wir hin. Wenn nicht, ist es ja umso spannender. So. Dann mal hier rein in den. Guck mal, hier steht jetzt Hähnchen, 15 bis 22 Minuten. Oh, hier wie es hier riecht, ey, es ist so, langsam wird es richtig. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Langsam kommt so ein, oh. Das ist dann sehr noch nicht vorbei, ne? Ja, oh, man fühlt sich richtig schlecht in diesem Geruch. Das ist einfach ein Geruch, wo dann die Alarmglocken schon irgendwie hochgehen. Ja. Angeben. Aber es hilft gar nichts. Im Namen der Wissenschaft muss man halt manchmal auch weitergehen. Es braucht ja auch mutige Männer wie uns. Definitiv, die voranschreiten. Die voranschreiten und das testen. Ja. Wollen wir jetzt uns den Mittagsschläfchen, den Backofensachen schon mal widmen? Ja. Gut. Dann hole ich sie mal raus. Aber Mittagsschläfchen wäre auch ganz nice. Das wäre geil, ja. Mittagsschläfchen ist sowieso irgendwie was, ne? Total. Als Kind braucht man es nicht, als Kleinkind braucht man es dann irgendwie. Im Alter kommt das Comeback des Mittagsschläfchens. Es gibt wirklich nichts Schöneres als so eine halbe Stunde auf dem Sofa, nur mit der Sofadecke und so einem Kissen, was normalerweise disqualifiziert wäre, aber in dem Moment trotzdem passt. Und dann einfach so eine Stunde noch mal ein bisschen Energie aufladen. Wir sind auch nur Akkus. Ja, ich weiß doch, was du meinst. Was hatten wir eigentlich? Chicken Nuggets und vegane Nuggets, ne? Ich verstehe auch ehrlich gesagt diesen. Ich will jetzt hier keine Diskussion losstarten, aber ich verstehe jetzt diesen Produkttest hier nicht. Wer macht sich denn ernsthaft vegane Chicken Nuggets? Ach so, da geht's. Ja, gut. Wer ist da die Zielgruppe? Wenn sie geil schmecken, würde ich sie essen. Einfach um den Tieren was Gutes zu tun. Wenn sie mir. Das kann ich nachvollziehen. Aber du tust ja den Tieren nichts Gutes. Doch, indem ich sie nicht töte. Die sind schon tot. Es stimmt. Aber so darfst du ja nicht rangehen. Für jeden veganen Nugget, den ich kaufe, sagt morgen ein Küken mehr. Danke, dass ich für was anderes. Das ist eine sehr idealistische Weltanschauung. Ja, aber das ist ja so ein bisschen der Gedanke dahinter. Ja. Das ist doch. Sei ja auch unbenommen, ich will ja auch. Ist ja auch gut, aber ich glaube halt einfach, dass Leute, die so denken, also die essen, um Tiere zu retten, dann nicht das Tiersubstitut in der Fritteuse machen. Das mag sein. Das ist einfach eine andere Zielgruppe. Ich glaube, Leute, die in der Fritteuse Chicken Nuggets aus der Tiefkühle machen, denen sind Tiere egal, was das Essen angeht. Würde ich jetzt mal behaupten. Da gibt es sicherlich die ein oder andere Ausnahme, aber 8 von 10 Leuten sind Typen wie du und ich, faule Studenten, die einfach einen geilen Nugget jetzt essen wollen. Ja, aber guck mal, aber es ist doch so, dass man. Ich finde ja gerade diese. Für mich ist das keine Grundsatzdiskussion. Weißt du, bist du Vegetarier? Mit allem, was dazugehört, sozusagen? Oder wenn du eine Currywurst essen willst, dann ist halt das Schwein. Für mich gibt es einen ganz großen Graubereich, der gerade auch Leuten helfen soll, die vielleicht aus dem Fleischkonsum kommen, aber mittlerweile ein anderes Bewusstsein entwickeln, aber trotzdem sagen, ich esse halt gerne Fleisch. Und da sozusagen Produkte anzubieten, die sagen, es ist ja keine idealistische Frage, sondern es soll ja meinetwegen darum gehen, den Fleischkonsum zu reduzieren. Und wenn es dann Sachen gibt wie vegetarische Mortadella, Leberwurst, weiß der Teufel was, die mir dieses Gefühl und den Geschmack erleben. Das ist unbestritten. Genau, und das ist aber, glaube ich, bei dem doch genauso. Aber ich glaube halt, dass hier auch bei der Zubereitung schon. Wer hat denn. Also, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es viele Vegetarier gibt, die eine Fritteuse zu Hause haben. Aber du musst ja nicht mit Fleisch drin machen. Das passt einfach nicht zu den Produkten, die du normalerweise isst. Weiß ich nicht, das wäre vielleicht auch ein Schrei. Warum schreit die Regie hier Tempo machen? Das sind doch alle Geräte voll. Was sollen wir denn machen? Ich glaube, das ist eine alte. Nee, Johanna sitzt da und drückt den Knopf mit Aggression. Mach Tempo! Los jetzt.
Was sollen wir denn machen? Im Ofen sind Sachen, in der Fritteuse sind Sachen und hier sind Sachen. Soll ich mich draufsetzen? Willst du noch? Das ist die Frage, die sich mir jetzt stellt. Ich persönlich bin kein allzu großer Freund von Tintenfischringen. Wie sieht's bei dir aus? Ich bin dem Tintenfischring generell nicht abgeneigt. Gut, dann hauen wir noch eine Fuhre rein. Aber ich bin zum Beispiel, das wollte ich nämlich eigentlich sagen, also eine Mini-Frühlingsrolle vom Asiaten, okay. Aber aus der Fritteuse, also da bin ich wirklich, da verliert man mich langsam. Und genauso wie jetzt hier Chicken, vegane Chicken Nuggets, mir schmecken schon die echten Chicken Nuggets aus der Fritteuse nicht. Ich traue mich kaum da reinzubeißen. Aber ich glaube, da kann man nur positiv überrascht werden. Weil vielleicht schmecken sie ja tatsächlich geiler. Ich würde sagen, wir starten jetzt mal. Meine komplette Backofen-Variante. Kauft ja auch immer irgendwelche vegetarischen Produkte und nee, es ist einfach gelogen, dass die genauso gut schmecken. Ja, es kommt halt drauf an, was du erwartest. Und es gibt halt Produkte, die anders schmecken, aber auch geil. Was essen wir? Das ist jetzt ein normales Fischstäbchen. Von Captain Iglo persönlich gefangen. Das war denn meine Gabel hier. Mhm. Wie sieht's bei dir aus? Fischstäbchen, ist das was du mal isst? Ja, mit den Kids häufig. Wie, welcher, traditionell, aus welchem? Entweder Ofen oder Pfanne, war bislang immer so. Ja. Ich Ofen, meine Frau Pfanne. Echt? Ich mag eigentlich lieber Pfanne schon, ja, weil die schon saftiger dann sind. Und im Backofen, da siehst du nämlich auch hier, die sind nicht optimal zuzubereiten, finde ich, darin. Weil die Panade sich dann manchmal so ablöst, die Suppen so aus. Heiß und trocken. Hier auf dem Ofen? Ist ja irgendwas so heiß? Ja, nur mal. Ja, fucking heiß, ey. Mhm. Kann ich nicht machen. Ja, das sind halt die Iglo-Fischstäbchen. Die kennt man. Ja. Starker Fischgeschmack. Starker Fischgeschmack? Also, er ist jetzt hier. Also, Fischstäbchen finde ich nicht gerade für den geistigen Ausflug an den Hafen bekannt. Ja, jetzt mal, weißt du? Aber man schmeckt, dass es halt Fisch ist. Das meinte ich. Das kann auch daran liegen, dass wir Onkel Helmuts Hühnerfarm gerade leer geräubert haben und jetzt radikal einen anderen Geschmack haben. Weil ich würde jetzt auch fast sagen, so fischig sind sie nicht in meiner Erinnerung. Ein bisschen trocken halt. Ja. Ja? Bisschen das trocken. Ist halt der Ofen. Das ist der Preis des Backofens. Oh. Sieht eigentlich gut aus, ne? Ja. Bisschen trocken, ja. Ich merke jetzt aber auch. Du meinst ja, der Heißhunger ist nicht mehr ganz so intensiv mit. Im Gegenteil. es ist jetzt gar nicht mehr so leicht, in Sachen reinzubeißen. Das ist der Fluch einer jeden Löffelmesser-Gäbel-Sendung. Und jetzt habe ich schon echt ein bisschen Angst vor dem, was da kommt, weil das sind auch noch die Produkte, die mich noch nicht mal appetitlich reizen. Okay. Na komm, machen wir doch direkt mal den Veggie-Vergleich. Weil was wir hier haben, sind diese vegetarischen oder diese veganen Stäbe. Fischstäbchen. Genau, da, die da, bumm, ne? Wow. Fischstäbchen, Fisch. Auf jeden Fall haben die es geschafft, hier, das sieht man auch, eine homogenere, also die behalten die Panade besser am Leib. Weißt du, die Fischstäbchen ziehen sich fast aus, aber hier sagen die, nee, komm. Bin ich mal gespannt. Also ich stelle mir jetzt einfach vor, lecker Fischstäbchen, lass dich überraschen. Oh, was zur Hölle ist das denn mit so? Nee. Boah, was ist das? Das ist eng, Onkel Theos. Das ist einfach, Kleiderkammer ist geöffnet worden. Das ist einfach. Entschuldigung, aber das ist einfach eine Mogelpackung. Du hast einfach etwas von der Form und vom Aussehen genommen, was an Fischstäbchen erinnert. Aber ansonsten hat das nicht mal annähernd Fischstäbchen-Geschmack. Nee, überhaupt nicht. Das schmeckt wirklich, als ob du in so eine Haferfeld bist. Das schmeckt einfach komplett. Ja. Ich weiß nicht, was. Ich kann es nicht. Ein ganz bestimmter Geschmack ist da drin. Aber es hat überhaupt keinen Fisch. Es ist wirklich nur, wie du sagst. Du willst das Gefühl haben, du hast ein Fischstäbchen, wie du es kennst, auf dem Teller. Und in dem Moment, wo es den Mundraum betritt, ist diese Illusion kaputt. Ah. Nee. Das ist einfach widerlich. Bin ich bei dir, das finde ich auch. Finde ich wirklich schmeckt. Ist auch sehr lang drin gewesen. Ja, das wird aber, glaube ich, den. Aber was ist denn der.
Bah. Woraus besteht das Ding denn? Bah. Ackerbohnen. Ja, geil. Also 27% zerfaserte Ackerbohnen. Ein Traum. Dann kommt Paniermehl. Frittierte und alle Ackerbohnen. Emulgatoren, Dextrose, das Ganze. Also. Das meine ich, wenn ich Vegetarier bin, dann gibt es so geile Rezepte. Es gibt so viele leckere Sachen. Ich bin überhaupt nicht anti-Veg. Aber dann hole ich mir doch nicht ein Fake-Produkt. Das ist einfach nur, was ich sage. Lass Fleisch Fleisch sein und lass Gemüse Gemüse sein. Aber du musst doch jetzt nicht ein Gemüse machen, das so dir den vorgaukelten Fleisch zu sein. Ich weiß, dann esse ich lieber die Bohnen. Mach mir richtig schöne Bohnen. Wie würdest du die Bohnen dann so richtig schön lange Bohnen, lange grüne Bohnen? Ich sehe dich. Und die kannst du dann richtig schön vielleicht mit so einer Sauce Hollandaise, ich weiß nicht, irgendwas. Und dann macht man das, Bohnen mit Sauce Hollandaise? Mit Sauce Hollandaise geht prinzipiell alles außer Eis. Bohnen und Spargel. Ich habe keine Ahnung, was man zu Bohnen isst. Ja, aber ich hatte gerade so ein Bild, wie du mit so einer braunen Papiertüte vom Markt kommst, mit deinen Ackerbohnen. Meine Frau macht das. Aber wenn meine Frau Bohnen macht, dann gibt's Bohnen im Speckmantel. Das kann ich ja jetzt hier schlecht als Vegetarisches. Ja. Aber ich will damit nur sagen, das schmeckt irgendwas wie eine Bohne, ja? Und dann esse ich doch lieber die richtig geile, zubereitete Bohne, anstatt mir einen Fake-Chicken-Nugget reinzuziehen. Mein Problem hiermit ist eher, dass wenn das, ist mir scheißegal, ob da Fischstäbchen drauf schmeckt, steht. Wenn das jetzt gut schmecken würde, ob es jetzt nach Fischstäbchen oder was ganz anderem schmeckt, ist mir das egal. Ja. Dann ist es für mich vollkommen in Ordnung. Dann würde ich immer noch sagen, ey Leute, versucht es nicht zu verkaufen, sondern sagt einfach unsere leckeren Veggie-Stäbchen oder so. Aber es schmeckt halt scheiße. Und das ist das. Ja, aber es schmeckt ja auch aus einem bestimmten Grund scheiße. Ja, weil es ist ja nicht so, dass ich mich über tausende von Jahren durchgesetzt hätte, dass Fleisch und Feuer ein ganz guter Mix sind, aber Bohnen und Feuer nicht entsprechend. Das ist ja jetzt nichts, das kann man jetzt natürlich 2022 umerfinden und sagen, ist doch egal, mir schmeckt das super. Aber ich würde mal sagen, es gibt schon einen Grund, warum Fleisch einfach auf dem Grill besser schmeckt als Gemüse. Das stimmt. Aber Ackerbohnen sind auch nicht diese grünen Bohnen. Das sind, glaube ich, irgendwelche weiße. Ist aber auch egal, das Produkt schmeckt scheiße. Das ist mehr, alles andere ist mir egal. Mich interessiert ein Scheißdruck, was es sein will. Das Produkt gehört auch davon nicht aus, dass es teuer ist. Ich glaube, das ist teuer. Aber lass uns doch direkt mal bei den Fischstäbchen bleiben. Wir nehmen mal hier einen anderen. Warte, hier sind jetzt die aus der Fritteuse. Genau. Nur, dass wir einmal kurz Fischstäbchen Veggie und Fischstäbchen Ackerbohne. Das ist doch die Ackerbohne. Sehe ich doch sofort. Das ist die gleiche, ja. Das ist nochmal die Ackerbohne. Da würde ich sagen, das ist die Ackerbohne, ja. Verdammt. Jetzt bin ich mal gespannt. Das ist auch super. Nein, ich beiß da nicht. Nee, ich will da nicht reinbeißen. Ich rieche das und will das nicht essen. Boah, dieser Grundgeschmack, Freunde. Ja, so sieht das übrigens von innen aus. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich weiß nicht, was siehst du hier diese. Tut mir leid, ich hab den nur. Diese. Siehst du diese Löcher hier? Diese. Was ist das? Knorpel-ähnlichen. Oh, wie es riecht. Das ist das Problem einfach. Nee, das ist wie Pappe, ey. Das ist, da würde ich jetzt sagen, liebe Leute, wenn ihr so überzeugt seid von euren Ackerbohnen und das ökologisch fein, das ist alles gut. Finde ich alles super. Aber dann macht eben hier nicht eine Mogelpackung raus. Sondern sagt einfach, wir stehen hinter dem Produkt, wir haben geile Veggie-Stäbchen mit Ackerbohnen, geiles Bewusstsein, tolles Produkt, vielleicht noch eine andere Form. Aber das hier sozusagen unter dem, wie ein trojanisches Pferd, in der Hoffnung, dass man einen angemessenen Fischstäbchenersatz bekommt, wahrscheinlich zu einem sehr hohen Preis, hier diese Stäbchen bekommt, das ist nicht okay. Also, weil das, ob das jemandem schmeckt oder nicht schmeckt, ist egal. Mir ist es, wie gesagt, egal, was es sein soll. Aber da es scheiße schmeckt und mir sagt, es will eine Fischstäbchen-Alternative sein, ist es nicht. Nee. Also, aber es ist auch, wie gesagt, ich wiederhole mich, aber meiner Meinung nach, du kannst nicht alles für alles ein Substitut machen. Manche Sachen gibt es eben nur in der Form, in der es nun mal ist. Wenn du Fischstäbchen willst, musst du halt einen Fisch essen. Du kannst auch nicht die thailändische Sonne erwarten und in Alaska wohnen. Dann hast du da dein Solarium
und legst dich unter das Solarium, aber es ist dann halt nicht die thailändische Sonne. So, aber du kannst nicht sagen, ich will in Alaska wohnen und hätte gern die thailändische Sonne. Das geht halt einfach nicht. Manche Sachen gehen einfach nicht. Das ist ja auch okay. Ich sag ja nicht, jeder muss Fleisch essen oder jeder muss Fisch essen. Aber wenn du Fischstäbchen essen willst, musst du Fisch essen. Wenn du kein Fisch essen willst, kannst du keine Fischstäbchen essen. Das ist einfach ganz einfach. Genau. Aber dann würde ich halt einfach vielleicht Ackerbohnenstäbchen essen. Nee. Würde ich ja gut, dann willst du Ackerbohnen. Aber da, du kannst mir nicht erzählen, dass das die beste Form, die Darreichungsform für Ackerbohnen ist. Keine Ahnung. Diese Darreichungsform gibt's nur, weil du eigentlich gerne Fischstäbchen essen würdest. Ja. Und dich nicht damit abfinden kannst, nicht, dass du eine Entscheidung in deinem Leben getroffen hast, die dir diese Option nimmt. Ich würde sie auch nicht kaufen. Ich bin froh, dass ich sie jetzt hier auf Firmenkosten essen durfte und sie nicht privat ausprobieren muss. Ich danke auch dir dafür. Ich bin überhaupt nicht froh, dass ich sie essen musste. Und aber ich prangere an, dass auch nur 3 Euro aus dieser Firma in dieses Produkt gegangen sind. Kannst mal so halten. Ich werde mir das ab. Später mit Arno sprechen und das wird von Collins Gehalt abgezogen. Die 3 Euro wirst du noch zu spüren also, bekommen. Also, wie gesagt, ist für mich das entscheidendste aller Urteile, die man überhaupt nur geben kann bei Löffel Messer Gabel, ist, es schmeckt nicht. Und es schmeckt nicht. Es schmeckt nicht. Es schmeckt nicht mal so, dass man sagt, ja, ist ganz okay, sondern es schmeckt scheiße. Das sage ich selten, weil ich echt flexibel bin. Aber komm, wir machen weiter. Ja, was haben wir noch? Wir haben den normalen, das Fischstäbchen, das konventionelle. Das wollen wir jetzt probieren. Das wäre das hier. Ja. Oh ja. Hier sieht man halt diese Ablösungserscheinung. Ne? Hier, das ist noch so ein bisschen, das ist das, was ich vorhin so ein bisschen. Guck dir das mal an hier. Das ist der Backofenfischstab. Und da ist halt ein bisschen die Flüssigkeit ausgetreten, daneben gelaufen, eingetrocknet und ist quasi zur Landmasse geworden. Und das hast du hier halt nicht, weil du hier dieses gleichmäßig frittierte von allen Seiten angemessen gebräunte gehabt. Du hast keine Auflage. Das ist ja auch immer die Mogelpackung bei Schnitzeln oft, wenn du Schnitzel irgendwo isst. Und die sind perfekt von allen Seiten gebräunt. Und dieses frittiert. Dann ist es fast immer frittierte Scheiße und nicht so ein leckeres Pfannending. Ja. Und da hast du bei Schnitzeln, merkt man es am deutlichsten, Schnitzel aus der Fritteuse, da merkst du direkt dieses knusprige Panadending. Ja. Aber es schmeckt wie auch aus dem Toaster, wie diese Toasties. Oder wie heißen die nicht Toasties? Diese, weißt du, die Schnitzel aus dem Toaster? Tillmann Toasties. Ja. Don't call it Schnitzel. Don't call it Schnitzel, die Dinger, so schmeckt das dann. Das ist aber auch ein bisschen geil. Ja, aber das ist so ein Guilty Pleasure, wo du mal Bock hast. Aber das ist, ersetzt jetzt nicht ein Oma-Kleinmann-Schnitzel. Das ist das Hosentaschenschnitzel für die Autobahn. Schnittel. So. Das Hosentaschenschnitzel. Aber es ist so, okay, das Fischstäbchen aus der Fritteur. Ja, komm, ist geiler. Das ist saftig. Aber auch hier, die Fritteuse macht halt krasse Sachen mit der Panade. Mir ist es hier auch schon fast wieder zu viel Crunch. Ja, aber durch die Saftigkeit im Inneren finde ich das. Es ist ein bisschen die Hafenromantik ausgespült vom Fett, finde ich. Ich finde, da hat er aus dem Backofen mehr nach Fisch geschmeckt. Aber das finde ich okay. Also, was heißt okay? Das schmeckt mir viel besser als aus dem Backofen, muss ich leider sagen. Ja? Ja. Wir gucken mal, was die Luftfritteuse sagt. Müssen wir in der Pfanne halt. Ja, ist okay, oder? Ja. Ja, genau, stell's mal einfach da drauf. Oder leg. Ja. Nee, so ist besser. Okay. Wir machen mal den Fisch weiter, würde ich sagen, direkt. Ne? Also auch hier sieht man ja eben gleiches Ding. Hier, das ist definitiv der Veggie-Stab. Das sind die Fischstäbchen. Panade und Fisch. Also Fischstäbchen sind so simpel, wie sie sind. In der Zubereitung eine relativ komplexe Geschichte. Auch in der Pfanne, finde ich. Dass man die richtig gut hinkriegt, ohne dass die Panade sich ablöst, beim Wenden nicht alles auseinanderbricht. Also man merkt einfach so ein bisschen, dass Fischfilet so von der Grundkonsistenz, wie es so ist, so, oder so aufgebunden, diesen Wellen oder so, würde ich einfach sagen, Panade und Fischfilet sind eher so eine Zwangsheirat. Und nicht so wie ein Chicken Nugget geschreddert draufgeklatscht. Ich glaube, das wurde ursprünglich einfach nur erfunden, damit Kinder Fisch essen. Und es hat geklappt. Ja. Weltweit, würde ich mal fast sagen. Aber
ich finde auch, also es ist jetzt zum Beispiel was, ich hab, weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wir haben noch nie Fischstäbchen selber gemacht. Nee. Fischstäbchen ist bis heute eines der Produkte, die kaufst du von Iglo. Und das sind die Fischstäbchen. Da wird auch gar nicht diskutiert. Wenn es Fischstäbchen gibt, dann gibt's, dann ist das Produkt ja gemeint. Schnitzel, Cordon Bleu, alles schon selber gemacht. Mal aus dem Tiefkühlfach, mal selber gemacht oder so. Aber Fischstäbchen, ich kenne niemanden, der Fischstäbchen selber macht. Kenne ich auch nicht. Aber wahrscheinlich, wie du schon gesagt hast, weil das als das Produkt erfunden wurde, was man eben kennt. Und nicht ja nie Oma, ach, früher hat Oma Fischstäbchen immer selber genau gemacht. Das gab's halt diese nee Zeit nicht. Okay, Fischstäbchen aus dem Airfryer. Ist ein bisschen so ein Twisted Lumpen hier, ne? Und irgendwie ein komisches Haar ist da dran. Das ziehe ich mal eben ab. So eine Fluse. Ist auf jeden Fall knusprig. Das sind die hier? Ja, genau. Da, wo eben schon die Panade sagt, es reicht mir. Heiß. Gut, ne? Mhm. Ja, ein bisschen heiß, weil mir gerade auch rausgekommen ist. Aber geschmacklich top. Ja. Kann man nichts anderes sagen. Aber die Panade ist trotzdem, finde ich, noch trockener, also weil sie eben nicht von Fett vollgesogen wurde. Wie was du ja aber selber noch machen könntest, theoretisch. Könnte, ja, klar. Könntest du jetzt noch mal einmal in wir haben zum Beispiel zu Hause so ein Spray, so ein das ist wie Achselspray. Mhm. Nur mit Öl. Darfst du nicht vergreifen? Darf man nicht ist schon alles passiert. Nein, aber kannst du dann so schön einmal so pssst, das ist schön gleichmäßig verteilt. Kannst natürlich auch auf die Fischstäbchen. Das ist ein guter, das klingt nach so einem absoluten nach so einem New Game Plus für einen Airfryer. Irgendwie. Ja. Also als ob das so ein Ding ist, du musst die Spraydose direkt mitkaufen. Wenn die das andere Kunden kauften auch. Dass ja man sofort sagt, mach es einfach. Der Teil ist halt noch ein Ticken bequemer. Ja. Aber das finde ich gut. Weil wenn das Mühlfett ist, was dir sozusagen diesen geschmacklichen Sprung nach vorne ermöglicht, warum nicht? Also ich bin beim Airfryer mir gerade. Ich bin bei der Fritteur. Weil es mir geschmacklich am besten schmeckt. Bei der Fritteuse ist mir, wie so oft bei panierten Produkten, die Panade zu stark. Hier finde ich es ist ein Ticken zu trocken, mhm, da gebe ich dir recht. Aber der Geschmack holt es für mich wieder raus. Ja. Also, vielleicht müsste man es wirklich probieren, noch mal mit die Fischstäbchen mit ein bisschen Öl träufeln, damit dann die perfekte Mischung kommt. Ich weigere mich übrigens an dieser Stelle, die ich will die auch nicht essen. Pseudo-Fischstäbchen, das ist nicht nötig. Und die Frühlingsrollen will ich auch nicht essen. Doch, die will ich essen. So, was haben wir ganz kurz, ich komme gerade komplett durcheinander. Also, wir haben die Veggie-Sachen. Wo sind denn die Frühlingsrollen aus dem Ofen jetzt? Das sind die hier. Nee. Doch. Nee. Da habe ich doch gerade die Sachen ausgekippt. Aber wo sind denn die Frühlingsrollen aus dem Ofen? Das die sein. Und die aus der Fritteuse? Hier. Nee. Oder sind das die? Also ich habe ja eben den Airfryer hier ausgeleert. Das ist safe der Airfryer. Okay. Jetzt ist nur die Frage, welches von den beiden ist aus dem Ofen? Das ist Ofen. Das weiß ich. Dann ist das Fritteuse. Okay. Gut, alles klar. Pass mal auf, dann lass uns das doch vielleicht mal. Ich mache hier mal so einen Fisch. Hier essen wir eh nicht. Ich mache hier so eine Fischgrenze. Also das hier ist Airfryer. Und hier kommt jetzt Fritteuse hin. Ich gehe mal kurz zur Tafel. Wir können ja mal kurz eben die beiden Fischsachen abfrühstücken. Was man so Fischsachen nennt. Also, da hatten wir die Fischstäbchen von Iglo. 61 Cent auf 100 Gramm. Boah. Ja, ich finde es langsam auch. Also die Tintenfischringe müssen wir von mir aus auch nicht mehr machen. Alter Verwalter. Weißt du, was die kosten auf 100 Gramm? Oh. Nee, wir machen keine Tintenfischringe mehr. 1,42 auf 100 Gramm, ne? Das ist schon mal ja, gut. Mädels. Ist auch ein spezielles Produkt, also ist noch nicht so verbreitet, dass wir damit auch zu tun haben. Ich scheiße auf die Knusprigkeit. Aber wie hast du das denn ausgerechnet, wenn die insgesamt 2,99 kosten? Mhm. Mit dem 100 Gramm? Wie viel Gramm sind es? Müsstest du theoretisch rückwärts rechnen können. Aber es sind logischerweise irgendwie was. Sind das die hier? Sein, nee, das 200 sind irgendwas, ne? 210, ja. Also ja. Sagen wir mal zwei, okay. Okay. Das ist ja echt teuer. Ich mach mal hier die Knusprigkeit weg. Auch den Faktor. Knusprigkeit ist ein bisschen schwierig. Weil die Saftigkeit hätte man natürlich als alternativ nehmen können. Aber es wird zu komplex, das könnt ihr euch da draußen nie merken.
Pass auf. Deine Geschmacksentscheidung. Da können wir direkt zukommen. Wenn du gezwungen würdest. Nee, ich kann da einfach. Wenn ich gezwungen würde, würde ich es nicht essen. Oder hast du irgendwie das Gefühl gehabt, wenn Veggie-Stäbchen, dann. Nee. Okay, dann gehen wir zu den Fischstäbchen. Das war eine Frage. Ich kann sie nicht empfehlen. Ich bin bei den Fischstäbchen. Ich esse häufig vegetarische Sachen. Wie gesagt, meine Frau ist quasi Vegetarierin, deshalb esse ich häufige Sachen. Bitte unterstellt mir das nicht, dass ich hier Anti-Veg bin und nur Fleisch esse, aber das war nichts. Diese Kombination. Scheiße, ja. Die Kombination ist nichts. Es gibt leckere Veggie-Produkte, das ist keins davon. Wie sieht's beim Fischstäbchen aus? Hat sich dein Backofen gelöst, durchgesetzt? Ja. Okay, nee, also Moment. Backofen oder Airfryer? Ich glaube, Friteuse warst du am wenigsten bei den normalen Fischstäbchen. Bei den normalen Fischstäbchen war ich Airfryer. Da warst du Airfryer. Sehr gut. Denn ich bin bei den normalen Fischstäbchen tatsächlich bei der Friteuse gelandet. Also, einmal den Airfryer für dich. Aber das ist ein Produkt, wo ich sagen würde, da kannst du auch mit dem Ofen leben. Da sind die Nuancen sind nicht so extrem. Ja, ich glaube, ich würde es eher braten dann noch. Weil dafür würde ich Friteuse nicht anschmeißen, wenn ich eine hätte. Aber gut, dann geht's jetzt in die letzten Produkte. Denn wir haben jetzt hier noch Frühlingsrollen, wo du dich schon dagegen entschieden hast. Ja, da würde ich. Okay, dann mache ich einfach mal den kleinen Quickie hier. Das sind jetzt Backofen, die sind natürlich jetzt die Backofen, ja. Außen knusprig, innen immer noch saftig. Ein bisschen zu knusprig, war ein bisschen zu lang drin. Aber ist okay. Typisch so diese Porree-Möhren, wie man es so kennt. Schöne Süß-Sauersoße. Und Chili-Dings so ein bisschen. Kann man essen. Sehr teigig. Fühlt sich fast so an, als ob es aus Versehen zu häufig im Teigmantel gerollt wurde. Das ist okay. So kenne ich sie aus Studentenzeiten. Airfryer, ne? Mhm. Man sieht es zu lang drin gewesen. Sieht aus ein bisschen wie so, als Freddy Krueger Make-up noch nicht ganz so viel Budget hatte. Schmeckt anders. Ja? Mhm. Leicht anders. Ist nicht ganz so lauchig. Besser oder schlechter? Muss ich mit dem zweiten Biss bestätigen. Ich muss es verifizieren. Ja, wahrscheinlich fairerweise, dass es steht länger. Und war länger drin. Hier hast du mehr das Gefühl, so wirklich so ähnlich wie bei Vineta, diesem Knuspereis, so mehrere Knusperschichten so durchbeißen. Mhm. Das ist hier auch ganz schön. Also man cruncht so durch und du hast so das Gefühl, die Zähne gehen durch die Teichwände und es splittert so richtig befriedigend weg. So. Und da war das ein bisschen mehr so ein. Dann nimm mal jetzt noch mal Friteuse zum Vergleich. Ich finde ja, die sieht am unattraktivsten aus, witzigerweise. Guck dir das mal an. Ich finde dieses leicht gebräunte kleine Indikator vielleicht viel zu lange drin. Aber irgendwie, das hier ist die Friteuse, das mit dem kleinen Hut oben. Ungesund. Das ist so leer. Guck mal, sieht aus, als ob so leer eingebacken wurde. Sieht ein bisschen ungesund aus, ne? Aber der Geschmack soll's ja machen. Das Innenleben ist deutlich verpumpter. Verpumpter? Mhm. Wahrscheinlich durch den. Hier ist ja quasi, weißt du, hier ist ein. Hier hat sich ja das Fett eingeschlichen, als erzwungener Hausgast. Und der hat da zu einer Konsistenzveränderung geführt. Es ist so schleimiger, ein bisschen lätschiger. Und hat ein bisschen auch hier den lauchigen Geschmack rausgespült. Und das ist gut oder schlecht? Ja, schlecht. Das ist schlecht. Weil ich glaube, hier stecken viel mehr Kalorien durchs Fett drin, weniger Geschmack. Die Knusprigkeit finde ich bei allen ziemlich ähnlich. Also Ofen. Das schmeckt am pappigsten, obwohl es am fettigsten ist. Mhm. Ja. Es kann natürlich sein, dass so eine Frühlingsrolle ja eh schon ein bisschen matschiger ist. Und wenn dann noch das Friteusenfett dazu kommt, das ist dann einfach zu viel ist. Ja, zu viel ist.
Also ich kann mir gar nicht vorstellen, ist das. Aber wir sind sicher, dass das aus der Fritteuse kommt, ne? Ja, doch. Muss, ja. Ja, ja, klar, weil, ja. Nee, das war. Oh, sorry. Ich pack das mal weg. Ja, doch, das ist das aus der Fritteuse. Nee. Du bist sicher, du willst es nicht probieren? Ich bin. Dann machen wir ganz schnell hier. Sicher. Aber pass auf, dann haben wir jetzt hier noch die. Oh, ich kann nicht mehr. Wo waren wir denn? Ich bin durch. Was hieß das nochmal? Was habe ich gerade gegessen? Frühlingsrollen. Frühlingsrollen. Boah, ich, das ist echt. Das. Aber ich muss sagen, knuspert überall. Das Format, das fängt so geil an. Du setzt dich hier rein mit Hunger und hast richtig Bock. Und im Laufe der Zeit wird es ein richtiges Albtraumformat, so wo du dir denkst, oh mein Gott, ich will nicht mehr. Also jetzt für uns als Tester. Hier muss ich jetzt tatsächlich mal, jetzt mache ich was, was ich eigentlich nicht machen wollte. Ich kann die Fritteuse klar, sorry, ich kann die Fritteuse klar ausschließen. Aber ich finde die beide gut. Eben, ist das jetzt? Ja, dann ja, doch wirklich beide. So ein bisschen. Finde ich eigentlich. Ja. Das wäre jetzt unfair. Also wir hatten diese Nähe ja auch schon bei anderen Produkten, aber hier fand ich es gerade extrem. Das ist wirklich. Was machen wir eigentlich mit den Festtagskroketten? Ja, die haben wir. Du kannst natürlich noch einmal in die Fritteur reinhauen, wenn du möchtest. Aber ich möchte eigentlich gar nichts. Gut, mehr. Dann lassen wir es einfach. Okay, also ich habe das Gefühl, dass die Kroketten. Alles Weitere, was ich esse, könnte schneller wieder da sein, als mir lieb ist. Und ich hatte gedacht, wir hätten zu wenig. Aber ich habe das alles auf leeren Magen heute. Das ist mein Frühstück sozusagen. Und ich merke gerade. Aber du weißt, wir sind noch nicht durch. Warum? Hast du etwa die vegetarischen Nuggets vergessen? Die haben wir doch schon getestet. Nee. Nee, also dann musst du das. Komm hier. Ja? Och, ich will die. Backofen. Fritteuse. Airfryer. Komm. Das müssen wir ja schon noch mal ein hier fürs. Also, das sind die vegetarischen Nuggets von der Firma von Iglo. Wir gehen. Der Biss ist auf jeden Fall mehr am. Das sollen Chicken Nuggets sein, ne? Also, vegane Chicken Nuggets haben wir hier. Genuss aus Erbsen. Ah, die sind natürlich schon sehr alt jetzt. Aber von der Konsistenz, vom Biss, vom Gefühl her würde man noch eher denken, das könnten Nuggets sein, aber es schmeckt nicht nach Hühnchen. Aber die imitieren das besser, finde ich, vom Gefühl her. Ja, aber es ist nicht so schlimm wie diese anderen Dinger da, aber schmeckt halt auch überhaupt nicht nach Chicken. Also, aber es, wie gesagt, kann ich, das finde ich okay. Es gibt zum Beispiel so vegetarische Klößchen von irgendeiner Firma, die ich hier gerade nicht nennen kann. Weiß nicht, weiß. Die schmecken, das sind auch wie kleine Fleischklößchen. Die schmecken nicht nach Fleisch, aber die sind lecker gewürzt. Die haben eine leckere Mauschelanmutung im Mund. Also, das ist gut. Man kann die einfach als vegetarische Klößchen essen und die sind lecker. Cool. Cool. So, hier. Oh, komm, das schaffen wir. Das ist jetzt der Airfryer. Es wird besser. Wirklich, glaub mir. Auch ein bisschen trocken. Und ich glaube, das Trockene kommt nicht daher, dass die überlang drin waren, sondern einfach das Produkt ist relativ trocken. Vielleicht könnte das jetzt wirklich vom Fett profitieren. Das schmeckt okay. Ja. Also der Grundgeschmack. Wenn man Chicken Nuggets unbedingt essen muss, aber kein Fleisch isst, dann könnte man darauf zurückgreifen. Ja, zumal Nuggets, das ist ja, leben ja maßgeblich von den Dips, die du hast. Oder einfach sich einen leckeren Salat holen. So wie du es machst, wenn du auf dem Rückweg, wenn du vom Markt mit den Bohnen kommst. Oh, nee, ich will das nicht. Komm, jetzt kommt das Frittierte. Jetzt kannst du eigentlich nur noch besser werden. Nee, ich kann auch dieses ganze frittierte Panade ist eigentlich mittlerweile das Problem. Ich weiß, ich dachte, wir hätten wieder zu wenig. Also ich habe in all den Jahren, in denen ich dieses Format mache, noch nicht daraus gelernt. Ist jedes Mal das Gleiche. Du siehst fertig aus. Du siehst so fertig aus, wie ich mich fühle. Oh. Es ist richtig Überwindung, da reinzubeißen gerade. Es ist immer noch trocken. Aber schmeckt am besten. Welche waren das jetzt? Das waren die aus der Fritteur. Klassischen Frittierten. Ja, die schmecken deshalb am besten, weil jetzt
ist der Frittiergeschmack willkommen. Jetzt genau. Willst du nicht den Fake-Chicken-Geschmack, der dich eh nicht überzeugt, sondern jetzt bist du eigentlich froh für jeden anderen Geschmack, der sich da noch mit reinmischt. Ja. Und der ist bei der Fritteuse am stärksten. Ja. Und auch ist halt am saftigsten noch, ja. Ne? Weil das ist eh kein saftiges Produkt. Aber das Plus an Fett ergibt hier einen Sinn. Aber so auf den ersten Blick, ne? Also rein optisch gesehen, muss man sagen, haben sie gut hingekriegt. Oh. Das heißt, darf ich jetzt zweimal für uns hier die Fritteuse kleben? Ja. Ich hätte gedacht, dass das so ein anspruchsvoller Ritt würde heute. Ach, warte, ich muss ja noch. Okay. Wir haben eigentlich sehr viel verkostet, außer den. Oh, was habe ich? Oh. Ein Schild falsch gehängt. Ich wusste, dass mir das passieren würde. Oh. Kann nichts mehr essen jetzt. Wirklich. Aber es hat jetzt zumindest unser Mittagessen ersetzt. Es hat auf jeden Fall mir die Lust an weiterem Essen genommen, sagen wir es mal so. Was hast du denn ansonsten mitgenommen aus dieser Sendung? Gelernt möglicherweise für die Zukunft. Außer nicht mehr zuzusagen, wenn ich dich frage, ob du Bock hast mitzumachen. Es klingt ja immer sehr vielversprechend. Man freut sich ja wirklich erst drauf. Also es ist schon nach hinten raus. Es ist eine Qual. Nenn das Kind beim Namen. Ja, gerade bei solchen unfassbar ungesunden, ja, fettigen, künstlichen Produkten, die wir jetzt hier essen, ist es schon, ja, man merkt es einfach jetzt, auch wenn du noch nichts gegessen hast, auf sozusagen leeren Magen. Boah. Ich weiß genau, was du meinst. Vor 2 Stunden habe ich mich gefreut und dachte, gut, dass ich nichts gegessen habe. Ja. Und dann bist du satt und bist übersatt. Und die ersten und Pommes denkst, waren Gott, großartig. Die, ja, ersten Pommes waren großartig, aber jetzt fühle ich mich, ja, ich würde gern duschen, ich habe diesen fritteusen Geruch hier, alles in und um mir rum schreit gerade eklig, hol mich hier raus und ich würde gern einfach in diesem Tag nochmal aufstehen und frisch resettet nochmal in Angriff nehmen. Ich habe das Gefühl, ich bin heute schon falsch abgebogen. Das stimmt. Jetzt hast du wahrscheinlich gerade das Gefühl, ey, wenn ich nochmal neu anfangen würde heute, würde ich mir einen schönen Fitnesssalat holen. Ja, richtig gesund. Leichtes. Aber ich sag's Joghurt. Dir, in 24 Stunden stehst du wieder da und sagst, boah, ich hab Bock auf Pommes. Ja, auf auch Pommes das vielleicht. Ist eine Erfahrung aus dieser Sendung. Auf Pommes vielleicht, aber auf alles andere erstmal nicht. Also, um ein Fazit zu ziehen, kann man zumindest sagen, es ist eigentlich wie erwartet. Du hast mit dem Ofen ein Produkt, das zuverlässig arbeitet, mit dem du fast alles machen kannst. Und du hast mit der Fritteuse, sage ich mal, so ein, ja, ein Extremgerät, das in allen Varianten extrem ist. Macht den Geschmack stärker in der Regel. Es macht es meistens auch ein bisschen moister, ein bisschen knatschiger, aber es macht es auch fettig und nimmt je nach Produkt auch zu viel, steuert zu viel bei. Mhm. Und ich finde, der Airfryer ist eine ganz solide Mischung, mhm, zwischen beidem. Der macht es nicht ganz so trocken wie der Ofen, ist aber auch nicht ganz so verwegen wie die Fritteuse und ist eigentlich eine gute Mischung aus beiden. Die Frage, die sich eigentlich stellen müsste, ist, wenn man einen guten Ofen hat, braucht man dann noch Airfryer? Oder kann man die, ja, paar Sachen, ja, nicht auch im Ofen machen und im Zweifelsfall in der Pfanne so? Ja, das ist ein guter Punkt. Denn so ganz ohne Arbeit kommt der Airfryer auch nicht aus. Du musst schon mal durchschütteln, vielleicht auch mal das Gargut umlegen oder so für ein gleichmäßiges Bild. Da ist die Fritteuse wirklich am leichtesten, ne? Rein gleichmäßig gebräunt werden, ab und zu einmal schütteln oder so, ja, gut ist. Backofen hast du noch die meiste Arbeit, um das irgendwie mal umzuschichten, zu durchmengen oder so. Aber ich bin da bei dir. Also ich finde, der Airfryer ist auf jeden Fall eine spannende Alternative. Primär aber eben so dieser eine Kick mehr für den Backofen. So. Und trotzdem, glaube ich, wenn du Bock auf frittierte Pommes oder auf Frittiertes hast, dann ist der Airfryer, er kommt da halt dann doch nicht dran. Aber mit den Tricks, die du besprochen hast, hier mit Fett einsprühen, mhm, oder so, ist das vielleicht genauso das, wo man sagt, jetzt bin ich nah genug dran, um zu sagen, jetzt ist es eine Fritteusen-Alternative. Ja. Aber, ja, danke dir, dass du dabei warst. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gern. Ja, ich kann nicht sagen, dass es eine schöne Sendung war, aber es war eine notwendige Sendung. Musste einfach mal gemacht werden. Wer ist denn jetzt hier eigentlich der Tagesgewinner? Ja, das ist schwer. Also wir sehen ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mal die Fritteuse, 3 mal den Ofen und 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal den Airfryer. Also, wenn es danach geht, ist hier die Fritteuse der Gewinner.
Ja, bei logischerweise hauptsächlich frittierten, panierten Produkten. Genau. Und das ist, glaube ich, auch, das ermogelt es sich mit dem Fett. Das ist dann halt einfach so. Da kommt der eine Kicker mehr mit rein. Der Backofen hat es halt da am schwersten. Aber das überrascht mich jetzt nicht, ob ihr dann sagt, ich biege Richtung Backofen das nächste Mal ab. Das sei ja jedem umgenommen. Ede, vielen Dank. Danke, Colin. Ich muss jetzt erstmal lüften, mich, meinen Verstand und auch meinen Darmtrakt. Und danke dir. Danke, dass ihr dabei wart. Schreibt gerne mal in die Kommentare, vor allem natürlich diese gute alte Veggie-Fleisch-Ersatzprodukte. Ist das alles Quatsch? Braucht's das? Wer was möchte, soll das und das tun. Ist immer gern gelesen unter den Comments. Aber bleibt höflich. Ne? In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Hop, 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 hop.